Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo Carla. Hi Olli. Hallo ihr lieben Substratis. Wir sind aus unserer Winterpause zurück. Es ist uns fast schon ein bisschen langweilig geworden ohne uns, also mir zumindest ein bisschen. Ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, ich musste ja jetzt irgendwie wieder mal einen Podcast machen, weil das ja so routinemäßig irgendwie ist. Insofern bin ich ganz froh, dass wir jetzt wieder was machen irgendwie. Du, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, nur ich habe es nicht geschafft, mich so mit Baby wickeln und tragen und füttern beschäftigt war. Aber ich hatte eine ganz schöne Weihnachtszeit, ich hoffe du auch. Absolut, ganz wunderbar. Viel Familie, viel Essen, wie das halt überall so ist. Und zwischendurch, weil ich frei hatte, das erste Mal seit, ich glaube, mehreren Jahren, ich kann es gar nicht so genau beziffern, wann ich das letzte Mal zwischen den Jahren, wie man ja immer so schön sagt, nicht gearbeitet habe, weil ich das normalerweise immer ganz schön finde, weil da ist es immer relativ ruhig bei der Arbeit und so. Und bei mir ist es immer so, wenn ich dann so die Weihnachtstage hinter mir habe, dann habe ich so das Gefühl, jetzt habe ich auch genug gesessen, gegessen und Familie gehabt. Jetzt muss ich mal wieder ein paar andere Leute sehen und irgendwie was Vernünftiges tun. Und das hatte ich auch zwischen den Jahren jetzt in der Tat, als ich zu Hause war, dass ich dachte, boah, jetzt muss ich mal wieder arbeiten irgendwie. Ja, ich habe es gesehen, du hast einen Geweihfaden auf ein Brett gemountet, das sah richtig toll aus. Das stimmt, damit mir nicht ganz so langweilig wird irgendwie. So habe ich mich damit beschäftigt und bei Instagram mal so ein paar Reels gemacht und genau eben auch zu diesem Geweihfaden, der mich hier in den Tagen auch so ein bisschen beschäftigt hat. Also ich glaube, mein Weihnachten war vollgepackt vom 23. bis zum 28., 29. mit Familie und Freunden und hast du nicht gesehen. Dann hatten wir ein, zwei Tage Ruhe und dann war auch schon wieder Silvesterattacke und es ging los. So viel Zeit war da gar nicht, um irgendwas mit Pflanzen zu machen, um ehrlich zu sein. Ich habe Du hast doch den Laden. Ja, der war auch am 28. sogar geöffnet. Das war ja ein Donnerstag. Und im Januar ging es dann wieder richtig los mit Jahresplanung und so, was wir so für Ideen und Projekte haben, auf welche Märkte wir gehen wollen und was man so macht. Man muss ja auch irgendwo abwägen, was interessant für einen ist und nicht. Und aber ich möchte eigentlich gerne mal über die Situation gerade sprechen, in der Olli und ich uns befinden. Weil ich sitze nämlich bei Olli zu Hause auf der Couch und es ist ein ganz komisches Gefühl, so einen Podcast aufzunehmen. Das stimmt, absolut. Der Kamin ist an, das Feuer knistert. Wir haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht gerade. Ja, ist richtig schön. Ja. Und wir sitzen hier auch nämlich nicht nur vor dem Kamin, sondern auch in Ollis Pflanzenparadies. Und ich sehe rechts und links schöne Pflanzen und ein paar, die auch ein bisschen die Blätter hängen lassen. Nein, das kann nicht sein. Ich glaube schon. Und da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und es schneit draußen, es ist schön warm bei Olli zu Hause. Und es ist echt ganz gemütlich bei dir, kann man hier schön die Zeit verbringen, ne? Absolut, es ist allerdings so ein Schneeregen, ne? Es ist jetzt irgendwie nicht so richtig schön draußen gerade. Also es ist, die Kälte ist hinter uns, liegt hinter uns, die richtig kalten Tage. Meine Regentonne musste ich zwischendurch ablassen, habe mir etwas Wasser noch in irgendwelchen Kannen irgendwie gespart, damit ich ein bisschen Gießwasser hatte. Jetzt habe ich sie gerade wieder mal umgeschnackelt, dass jetzt wieder Wasser da reinkommt. Kalte Tage liegen hinter uns. Kaufen die Leute eigentlich in kalten Tagen Pflanzen? Ja, also ich sag mal so, die meisten Kunden kommen, um Gutscheine einzulösen, um sich vielleicht durch Neujahrsvorsätze so ein bisschen die Wohnung schön zu machen und viele kaufen Geschenke. Dann ist auch einfach das ganz normale die Laufkundschaft, die vorbeikommt. Also ja, es kommen doch schon einige und es ist dann auch immer, meiner Pflanze geht's nicht gut, was mache ich denn jetzt mit der? Die hat dies und jenes und es sind meistens Schädlinge, die sie haben oder es ist zu wenig Licht in die Wohnung einfallen und das sind halt immer die altbekannten Probleme, die man so hat und da berät man dann und es ist so wie immer zu wenig Licht, zu wenig Wasser, der Pflanze geht schlecht. Ich habe ja die kalten Tage, finde das faszinierend an den kalten Tagen ist bei mir jetzt gewesen, dass ich immer zwischendurch zum Moorkübel rausgerannt bin und mal geguckt habe, wie es dem so geht. Weil mal war Schnee drauf, mal war einfach nur Wasser, jetzt ist es dann gefroren halt.
ne, so richtig gefroren. Und dann hatte ich auch, ja auch, habe ich auch bei Instagram gezeigt, habe ich mir so eine kleine Palette gemacht, wo ich noch ein bisschen Resttorf hingeschmissen habe und da drauf mir lebende Sphagnummoos geholt habe, was ich mir jetzt züchten möchte. Es steht jetzt auch draußen, ist auch eingefroren, wahrscheinlich. Jetzt ist schon wieder aufgetaut. Aber das habe ich auch draußen stehen und will mal gucken, wie sich das dann so macht. Also das waren so meine Dinge in den kalten Tagen. Ansonsten hat man irgendwie auch gegen die Kälte angeheizt hier drin. Oh, ja. Ne? Also damit es den Pflanzen auch irgendwie gut geht. Wir kommen gleich nochmal in eine Ecke, wo ich echt dann auch die Heizung ein bisschen hochgedreht habe, weil ich gedacht habe, ah, das ist ja echt ein bisschen kühl hier. Mhm. Und ja, und für dieses kleine IKEA Häuschen Ackerbär oder wie heißt das Ding da? In deiner Küche. In meiner Küche, genau, habe ich mir nochmal so eine Heizmatte geholt, die ich da drunter gelegt habe, weil es mir doch ein bisschen kühl war da am Fenster. Und weil ich dann gedacht habe, ach, die kannst du auch sicherlich nochmal benutzen, wenn du nochmal jetzt so ein bisschen was anziehen möchtest für den Sommer. So, wenn ich mir mal so ein paar Gemüsesachen oder so anziehe oder so. So verrücktes Zeug. Also wir haben meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt, dass wir deren Hochbeet komplett renovieren. Und das kannst du bei mir auch machen. Ja, mal gucken. Also ich kann dich mit Erde beliefern, wenn du brauchst. Nee, aber genau, wir wollen halt deren Hochbeet einmal komplett neu gestalten. Und das Problem ist nämlich, die haben dort zwar Morgen- und Mittagssonne, aber da ist ein Weinstock, der viel zu groß ist, was natürlich auch schön ist. Aber der verdeckt das Licht und deswegen können da die ganzen Pflanzen nicht so toll wachsen, wie sie eigentlich wachsen würden. Und wir wollen da jetzt einen schönen Kräutergarten und so anlegen und da müssen wir natürlich auch Sachen anziehen. Also komme ich eigentlich eher auf dich zu, ja, um die ganzen Sachen anzuziehen, aber es ist ein bisschen klein dafür, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe mal unser Hochbeet, wir haben auch ein Hochbeet gezimmert, so aus alten Bohlen und so, eigentlich total toll. Aber was wir nicht bedacht haben, völlig falscher Platz. Haben wir jetzt aber erst in den letzten Jahren gemerkt, weil wir immer wieder versucht haben, da was irgendwie anzuziehen. Salat und irgendwie so. Es ist nie was raus geworden, richtig, weil es steht halt unterm Baum. Und das kriegt einfach zu wenig Licht, das Hochbeet. Eigentlich müsste man das da wegtransportieren und es wieder woanders aufbauen. Aber das ist so schwer, das kann ich nirgendwo hin transportieren. Das steht jetzt da. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich kaputt kloppen oder so, oder? Es sieht da schön aus, aber es kommt nichts. Ja, genau, es sieht einfach nur schön aus, so. Naja, egal. Aber das ist draußen und das ist Zukunftsmusik, da können wir nochmal drüber sprechen. Aber was wir eigentlich machen wollten ist, wir haben gesagt, wir gehen mal jetzt hier meine Pflanzen durch. Ich zeige Carla mal meine guten und meine schlechten Pflanzen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten hier bei mir. Ja. Das wird, glaube ich, ganz lustig und ich habe ja die Pflanzen an unterschiedlichen Ecken hier stehen und dann machen wir jetzt einfach so Pflanzenstationshopping hier und fasern uns mal hier durch mein Gelumpe, was ich hier so stehen habe. Also so schlimm ist es auch nicht. Ich sehe auch viele schöne Pflanzen. Ja, das stimmt. Aber ja, es könnte an der einen oder anderen Stelle sicherlich besser sein. Aber ich bin schon ganz froh, dass ich einige Pflanzen jetzt hier so durch den Winter kriege und die zum Teil halt eben sogar auch wachsen, weil ich ja eben auch mit ein bisschen Pflanzenlichter arbeite. Und es könnte sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch ein größeres Licht sein, wenn ich da mal hinten rüber gucke. Aber egal, es geht halt nicht überall. Ich habe hier schon, wenn wir gleich nochmal hingehen, in meinem Büro ein Pflanzenlicht stehen, was da relativ lange brennt und was immer sehr hell ist. Und wenn man von draußen bei uns in die Wohnung guckt, denkt man auch, mein Gott, was ist denn da immer so ein helles Licht? Wie sieht das denn aus? So richtig doll sieht es nicht aus, aber egal. Naja, gut. Lass uns einfach mal hingehen und dann lass uns mal die Pflanzen begutachten. Ja. Wir sind jetzt hier an einer Stelle, das ist relativ, also ich, vielleicht nochmal zur Erklärung, ich wohne ja auf so einem alten Bauernhof und wir sind jetzt hier in dem Wohnraum und der Wohnraum ist der ehemalige Raum, wo früher der Trecker drin stand und der hat halt hier oben, du konntest hier immer ebenerdig reinfahren durch das große Tor, was so ein großes Holztor war, so was aufgeschwungen ist und dann fuhr der Trecker da rein und dann konnte man hier eben so ein Förderband anstellen und das hat dann nach oben unter die Decke auf dem Förderband das Strom
nach oben gebracht. So war das ursprünglich mal hier. Das sieht man auch noch richtig an der Decke. Da ist ein großer Bereich mit, sind das Bretter einfach nur abgedeckt. Genau. Bretter, und wir haben das oben natürlich isoliert, weil das natürlich sonst hier überhaupt nicht heizbar wäre und so. Und hier an der Seite, da war früher eine Treppe, und da konnte man auch, oben ist noch so in 2 Meter Höhe ist nochmal so eine Tür, und da ging es auf den Taubenschlag. Als ich hier eingezogen bin, lustigerweise, gab es die Tauben noch. Die Treppe gab es dann nicht mehr, weil wir da drunter unser Sofa hatten. Aber wenn ich hier auf dem Sofa saß, konnte ich die Tauben riechen. Oh. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe zu meinem Schwiegervater, die Tauben müssen weg, ey. Es geht nicht. Geht einfach nicht. Das finde ich auch nicht so lecker. Nee, also. Wir hatten mal Wachteln in der Voliere im Garten, und die haben auch einmal die Woche dann eine Stallreinigung bekommen, weil die, das geht gar nicht. Also so Vogeldung ist echt fies, beziehungsweise eher für die Erde als Guano, als Dünger, ne? Ja, genau. Ja, also jetzt habe ich hier halt relativ nah am, so ich sag mal ungefähr in 2 Meter Entfernung von diesem Tor, was jetzt ein großes, lichtdurchflutetes Tor-Fenster ist, was echt viel Licht reinlässt hier, habe ich hier die ersten Pflanzen stehen. Und wo fangen wir an? Beim Schönsten. Was ist denn das Schönste? Ich glaube, ich würde jetzt sogar sagen, deine Begonie. Die Begonie, ja, die Begonie, die Listada, ne? Das ist ja, die habe ich ja auch von dir ganz am Anfang habe ich die gekauft. War die richtig klein, oder? Die war richtig klein, und die wuchs auch am Anfang überhaupt gar nicht. Und mittlerweile wächst sie. Und sieht sehr, sehr schön. Also sie hat ganz tolle große Blätter, und die sind samtig mit so einem kleinen, mit so Härchen besetzt, ne? Ja, das genau. Fühlt sich richtig gut an. Es ist so ein bisschen so die Begonie. Die ja so passt so zur, es ist so die wie diese Syngonium Venlandii, aber das ist halt die Begonie, die hat, also die Venlandii hat ja auch diesen Streifen mehr oder weniger, ne, und das hat die Begonie hier auch, und ja, und sie wächst natürlich so ein bisschen nach vorne und nicht nach hinten, weil eben sie zum Licht wächst, und der hintere Bereich ist jetzt leider kahl, aber dafür wächst sie halt schön nach vorne raus, ne? Aber ich glaube, ich finde das gar nicht schlimm, weil wenn du die da so in deinen Bereich rein dekorierst, dann kommt sie ja mit den Blättern hervor, und dann kannst du ja schön so einen Bereich abdecken mit den Blättern. Das stimmt. Nicht schlecht. Nee, also die macht sich hier eigentlich auch ganz gut, steht irgendwie ganz gut und wächst und gedeiht. Hat zwischendurch auch mal so ganz leicht geblüht. Und ich hatte allerdings auch mit der schon mal ein bisschen Probleme. Da habe ich sie nicht richtig gegossen. Dann werden die Blätter so richtig so, die schrumpeln so, die rollen sich so ein bisschen so ein. So, und da sind mir auch so ein paar Blätter dann abgestorben. Aber die hat sich wieder bekrabbelt. Also das ist auch bei der Scindapsus pictus so. Wenn die zu wenig Licht, Wasser bekommt, dann rollen die Blätter sich auch so nach innen ein. Und wenn man sie dann gießt, dann rollt sie sich wieder aus. Ja, also das hat ganz gut funktioniert, ne? Ja. Und dann? Welche Pflanze findest du denn hier am schönsten? Am schönsten? Also ehrlich, was mir wirklich richtig Freude bereitet, ist hier die Squamiferum, ne? Das ist ja ein Ableger von dir gewesen. Einfach ein richtiger Ableger, oder? Ein Blatt. Ach cool. So ein Blatt mit, genau. Also das gibt's nicht mehr. Das war unten. Das gibt's nicht mehr. Und das hat aber mittlerweile, das wächst eigentlich ganz gut so, ne? Das frische, ich hatte auch gerade irgendwie jetzt vor 1-2 Wochen oder so ein neues Blatt bekommen. Ja, noch eine richtig schöne lange Stiele. Genau, schön lange Stiele, und bekommt jetzt gerade wieder ein neues Blatt, ne? Erzählst du mal bitte was zu dem Moosstab, weil der ist ja 3D gedruckt, aber das Innere, das ist ja auch interessant. Ja, das sind so Holzfasern, ne? Habe ich mal bei der Botanica mitgenommen. Ich glaube, das ist von, was war denn das mal? Plant Me heißt der Store, ne? Ja, genau. Und da sind so Holzfasern drin. Ich weiß, dass ich da noch bei der letzten Botanica zu hören bekommen habe, dass sich das aber bei den Kunden nicht so richtig durchgesetzt hat und die doch lieber Sphagnum-Moos nehmen. Ich habe jetzt gelernt, das heißt nicht Sphagnum-Moos, das heißt Sphagnum. Ich finde aber das irgendwie besser, weil wir es jetzt auch schon so Ewigkeiten so ausgesprochen haben, hat man sich so dran gewöhnt, und das andere hört sich jetzt für mich komisch an, obwohl es richtig ist. Ja, aber Matze von Green Jaws hat mich angeschrieben und gesagt, Olli, das geht so nicht.
Du kannst sowas nicht sagen. Jetzt sage ich das nicht mehr. Also wenn ich jetzt, es heißt Sphagnummus. Also das hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt. Ich würde ganz gerne hier oben noch so einen Aufsatz haben, so einen Bewässerungsaufsatz, weil das ist immer echt ein bisschen schwierig zu bewässern. Ja. So, ne? Aber ich weiß, bin auch nicht so ein großer Moosstab oder wie auch immer man das nennen möchte, Bewässerfreund, weil ich das auch immer vergesse und dann nicht sehe, ob der jetzt trocken ist oder nicht und mich auch immer frage, bringt es das überhaupt so richtig? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Holzfasern konnten sich vielleicht nicht so durchsetzen, weil sie sehr krümeln, sind aber nachhaltiger als das, Sphagnummus. Das hört sich komisch an. Ja, genau. Aber naja, das war auch die Idee der Jungs, die das gemacht haben, eben was Nachhaltiges irgendwie zu nehmen. Ne? Weil das Moos ist ja wirklich geschützt in vielen Teilen der Welt. Und das ist nicht so ganz nachhaltig, weil es ja auch nicht so schnell in den Mooren nachwächst. Deswegen sollte man da vielleicht dann doch eher auf die anderen Materialien zurückgreifen. Aber ich habe noch hier einen Aufsatz liegen zum Beispiel, weil ich kann den jetzt auch nochmal verlängern. Mhm. Ne? Also einfach zum draufklippen oder? Ja, ich glaube, den steckt man einfach. Gleich bricht's ab. Nee, den steckt man, ich glaube, die neuen, ja, cool. Das ist noch das alte System, neuen dreht man, glaube ich, dann. Aber ja, und da müsste jetzt, weil er jetzt eben das nächste Blatt kommt ja jetzt auch und dann dann müsste vielleicht noch oben dieser Aufsatz drauf, dieser Bewässerungsaufsatz. Und ich habe auch noch Holzfasern, also ich werde da noch Holzfasern jetzt erst nochmal für nehmen. Ne? Finde ich auf jeden Fall sehr schick, das Ganze. Genau. Ja, also das ist so das, was mir große Freude bereitet. Allerdings auch der Tortum oben. Ja, ja, der Tortum. Ich sehe auch, dass er schon wieder neue Blätter hier bekommt. Ja. Das ist echt cool. Der hat ja jetzt schon irgendwie 6, 7, 8 Blätter. Und da ist auch eine kleine süße Pilz. Pflanzenlampe drin. Ja, die Pilze. Sieht niedlich aus. Genau. Ja, ein Blatt hat er erst bekommen, dieses hier. Und das ist so ein bisschen schäbig geworden, weil ich da zu der Zeit eben auch Tripsebefall hatte. Und da sieht es nicht so ganz so schön aus. Hat so ganz leichte braune Stellen. Naja, mal sehen. Aber kriegt jetzt auf jeden Fall, das sind ja so zwei Pflanzen drin, kriegt jetzt auf jeden Fall zwei so pinke Hörnchen. Und ganz interessant ist auch, dass das offensichtlich so ist, dass diese Hörnchen das ist nur die Haut. Ja, aber die werfen, also dieses hier zum Beispiel hat das Hörnchen, was hier oben ist, das hat eine Haut schon abgeschmissen und es wächst halt immer weiter und dann wirft es offensichtlich immer eine Haut weiter. Irgendwann ist es so groß, dass dann das Blatt dabei rauskommt. Es wächst nicht in einem durch, habe ich das Gefühl so. Also ich kenne es von meinen Philodendron nur, dass er im Prinzip so eine Haut bildet, die dann abwirft und da kommt dann das neue Blatt durch. Ja, das hat jetzt zum Beispiel eine Haut abgeworfen und es kam das Blatt noch nicht. So, ne? Vielleicht macht er mehrere Häutchen. Ja, mal sehen. Wir werden mal sehen. Ne? Ja, und ansonsten, was haben wir hier noch? Alokasie, genau. Syngonium, Epipremnum, ein richtig großer Gelb, also Pilea peperomioides mit so einem kleinen süßen Ableger hier unten. Jo. Ich glaube, da kommt noch ein zweiter. Und dann hast du ein Philodendron Mikans. Der ist allerdings wirklich echt ein bisschen gefleddert. Also gefleddert finde ich den nicht, im Gegensatz zu der Wasserpeperomia, die daneben steht. Na gut, okay. Also die haben natürlich beide unter dem Tripsebefall zu leiden gehabt. Man sieht es auch noch so an einigen Stellen. Sind noch so ein paar Punkte drauf, irgendwie so, aber jetzt ist, glaube ich, Ruhe. Hier siehst du es auch nochmal an diesem hier. Ich glaube, ich habe Ruhe jetzt, ich weiß es nicht, aber mir ist noch nichts wieder jetzt groß unter die. Ja, also man sieht halt so kleine Einstichstellen an den Blättern, die dann nicht grün sind und so kleine Tröpfchen. Diese Tröpfchen müssen nicht unbedingt von den Tripse kommen, die können auch einfach nur so. Ja, Ausdünstung von der Pflanze. Mutation habe ich. Richtig. Genau, dass das einfach von der Pflanze gebildet wird. Kann aber natürlich auch von dem Tripsebefall sein. Aber die Tripse stechen in die Blätter halt rein und machen dann so kleine Löchchen, die dann den Schaden sind. Genau. Ja, es kommen aber auch, glaube ich, neue Blätter hier. Ja, hier kommt auch ein bisschen was. Ja, so richtig geil ist es allerdings auch nicht irgendwie so. Ich weiß nicht. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn du Tripsebefall hattest, wenn du den
wenn du das zu spät erkennst oder so, dann kann es einfach sein, dass so eine Pflanze, ja, die sieht noch gelitten, ne? So richtig gelitten hat, sieht dann noch so halbwegs, ja, du denkst so, dass, ja, okay, hat es wahrscheinlich überstanden, aber sie kommt nicht so richtig in Schwung, so, ne? Also ich hatte vor, ich glaube 2 Jahren hatte ich auch mal richtig schön Tripse zu Hause und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, weil es nicht besser geworden ist und die Pflanzen sind auch einfach so krank gewesen, dass ich dann auch gar nicht mehr in dem Moment die Energie selber hatte, um sie zu pflegen und deswegen habe ich gesagt, so, okay, die kommen jetzt weg, weil sie wirklich so krank waren, dass ich sie richtig doll zurückschneiden musste und ja, da hätte ich von null anfangen müssen. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht verkraften und deswegen musste da für mich was Neues hin. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man einer Pflanze noch eine Chance gibt und sie dann wieder hochpäppelt. So wie bei der Peperomia hier, bei der Wassermelonen-Peperomia, die hatte wirklich richtig Tripsebefall. Und die war so groß wie den Fußball. Weißt du, ich habe dir die mal irgendwann gezeigt. Die war wirklich wie so ein Busch. Und die habe ich wirklich zurückgeschnitten, komplett. Da war gar kein grünes Blatt mehr. Und mittlerweile habe ich wieder ein paar grüne Blätter. Also sie wächst, sage ich mal. Ne? Was hat denn deine Familie dazu gesagt, als du hier Trypsebefall hattest? Das haben die gar nicht mitbekommen. Oh, das hast du so für dich alleine ausgemacht? Ja, ja, vielleicht habe ich mal so ein bisschen geschimpft oder so, aber ich habe hier keine Unterstützung, was dieses Thema angeht. Also weder Mitleid noch irgendwie, also das ist so, meine Frau sagt immer, was, du fummelst manchmal da an deinen Pflanzen da rum, so irgendwie so, also das ist doch so ein bisschen so, ja, also die kann da gar nichts mit anfangen, irgendwie so richtig. Die freut sich, dass da Pflanzen sind und grün sind und dass sie sich nicht drum kümmern muss. Aber ich kriege dann zwischendurch immer so ein zwischen die Augen, wenn ich da wieder irgendwie rumfummel, so, ne? Und dann heißt es wieder, was fummelst du da wieder rum, so, ne? Ach Mensch, ja, also ich sag mal so, ich habe ja zu Hause diese Pflanze, über die ich ja immer läster. Und ich glaube, das ist wirklich von Robert mittlerweile einfach nur so ein, er will mich damit ärgern, dass wir diese Pflanze noch haben und er hat sie aus Prinzip da jetzt noch stehen, aber findet sie eigentlich auch doof und sagt, nee, also um die kümmere ich mich nicht. Ich so, wie, du, das ist deine Pflanze, da kümmere ich mich doch nicht drum. Hast du die denn nicht gegossen? Nee, wieso? Ich so, naja, manchmal gieße ich sie, aber er gießt sie überhaupt nicht. Also hat die wahrscheinlich teilweise 6 oder 8 Wochen nichts bekommen. Das ist natürlich auch ganz schön fies. Also ich kann wirklich nur empfehlen, weil das war ja vorher bei uns auch so. Wir hatten vorher ja auch Pflanzen, natürlich bei weitem nicht so viele, nur so ein paar. Und da hat sich eigentlich nie einer so richtig zuständig gefühlt. Du wusstest halt nie, ist die jetzt gegossen worden, ja oder nein? Da hatte ich ja auch noch nicht diesen Feuchtigkeitsfühler, um das zu überprüfen, ob die jetzt nun nass ist oder nicht. Ich kann wirklich nur empfehlen, sucht euch zu Hause einen Pflanzenbevollmächtigten, ja, der sich in erster Linie darum kümmert. Und sonst gibt es einfach keinen Überblick darüber. Und dann ist die Gefahr groß, dass entweder übergossen wird oder zu wenig gegossen wird. Es ist im Prinzip so wie eine Haushaltsaufgabe aufteilen, ne? Hm. Ja, oh, genau. Mensch. Genau. Also, ja, aber ich sag mal so, wenn wir jetzt hier so in deinem Raum stehen, fällt mir auch auf, dass du hier in deinem Wohnzimmer allein schon viel mehr Pflanzen hast als ich in meiner ganzen Wohnung. Ja, aber das hat sich ja auch nur so entwickelt, weil du ja deinen Pflanzenbestand rapide gesenkt hast und in deinem Büro, was ja jetzt Kinderzimmer ist, da waren ja tausende Pflanzen. Das hätte ich, selbst wenn die jetzt noch da wären, hätte ich nicht so viele Pflanzen wie du. Ja, das ist auch richtig. Ja. Wollen wir mal zu deiner Vitrine gehen? Ja, gehen wir mal zur Vitrine. Genau, hier, lass uns mal hier kurz Halt machen beim Weihnachtsstern. Ich habe dieses Jahr mir einen Weihnachtsstern gekauft. Und das ist zum Beispiel auch so etwas. Früher habe ich mir einen Weihnachtsstern gekauft, den habe ich in die Küche ans Fenster gestellt. Mhm. Und schon vor Weihnachten, also eigentlich in dem Moment, wo ich ihn da hingestellt habe, hat der Blätter abgeworfen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich los? Ne? Okay. Jetzt weiß ich ja, wie man es machen muss, hat mich diesmal wirklich nochmal informiert und weiß einfach, dass das ein beschissener Platz war, weil natürlich in der Küche auch immer wieder das Fenster auf Kipp gestellt wird und du hast dann Kälte, Durchzug, wie auch immer. Und das hat der Weihnachtsstern ja überhaupt gar nicht gerne. Und jetzt steht er hier in der Diele auf dem Wohnzimmertisch, relativ nah zum großen Fenster. Er kriegt also Licht genug, hoffe ich, und auch nicht zu viel Wasser. Und er steht nicht im Durchzug. Und siehe da, er sieht gut aus. Er lebt noch, ja.
Ja, und er hat natürlich, du hast nicht nur einen normalen Weihnachtsstern gekauft, du hast einen mit Panaschierung gekauft. Hat das aus Versehen oder mit Absicht? Nee, ich habe den einfach genommen. Also ich habe das... Nö, der war da halt, ne? Der war da so da, ne? Den habe ich mir einfach mitgenommen. Ja, das ist so ein roter mit so weißen Sprenklern drauf, ne? Also in dem Moment, wo ich den gekauft habe, habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht, ah, das ist ja einer mit Panaschierung, ja, sondern ich habe gedacht, das ist ein roter mit so weißen Sprenklern drauf. Also ich habe meiner Oma auch letztes Jahr einen Weihnachtsstern geschenkt, der hatte auch was Tolles drauf und zwar Glitzer. Ah ja, das war das. Der war komplett weiß mit richtig schön goldenem Glitzer drauf. Also haben wir auch bei, was war das, bei Ebris gesehen, um die Weihnachtszeit rum, die ganzen Sukkulenten, die dann da mit Glitzer und Farbe besprenkt waren, gibt es beim Weihnachtsstern auch. Ja. Ich habe zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, ein Weihnachtsstern ist mir geschenkt worden oder uns geschenkt worden von der lieben Nachbarin zu Weihnachten. Ja. Was hat die gemacht? Die hat den Weihnachtsstern bei uns vor die Tür gestellt. Oh, und dann stand er da und dann ging es ihm nicht gut. Ich glaube, er stand gar nicht so ewig lange da draußen, aber ich habe ihn dann reingeholt und du hast gleich gemerkt, er sah nicht gut aus. Und er ist auch nicht mehr da. Also er ist wirklich kaputt gegangen. Also das hat er nicht überlebt. Und interessant ist auch hier der Weihnachtskaktus, den ich hier noch stehen habe. Also der sieht ja jetzt schön grün aus. Der hatte natürlich rote, pinke. Hat der geblüht, als du ihn gekauft hast? Ja, der habe ich geblüht, als ich gekauft habe. Aber das habe ich halt auch gesehen, der mag das einfach nicht, diese Veränderung des Lichts, die Standortveränderung. Dann wirft er halt die Blüten sehr schnell ab. Okay. Ne? Also hast du ihn gekauft und er hat angefangen, die Blüten abzuwerfen. Das ging relativ zügig. Ich habe ihn noch in die Vitrine gestellt, weil ich dachte, naja, da kriegt er noch mal Licht und noch ein bisschen Wärme und so. Aber es hat er einfach nicht gepackt, ne? Hat der denn so richtige Stacheln? So ein bisschen ja, nur, ne? Nee, das ist ja nur so, das sieht nur so optisch, sieht das so aus, ne? Aber wirklich Stacheln sind das ja nicht. Nee, also Weihnachtskaktus, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Kaktus ist im eigentlichen Sinne, muss ich ehrlicherweise sagen. Habe ich mich nicht mit beschäftigt, ob der Weihnachtskaktus wirklich ein Kaktus ist. Das kann ich dir auch nicht sagen, um ehrlich zu sein, weil das ist gar nicht so die Pflanzenart, die ich mag. Und deswegen frage ich nämlich gerade, ob der Stacheln hat, weil wenn Carla einen Kaktus in der Hand hat, dann piekt sie sich auch immer. Ja, nee, das hat er nicht. Also Stacheln hat er nicht. Ne. Aber es ist eigentlich ganz schön, das Ding. Und, Eine schöne grüne Farbe, ne? Ja, ist schön. Und wenn er blüht, sieht er natürlich spektakulär aus, ne? Also es ist schon toll. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, das war auf irgendeinem alten Foto von meiner Oma oder meiner Uroma. Da hatten die auch so einen Weihnachtskaktus und der war gigantisch. Der war so riesig, der hing dann aus dem Topf runter Richtung Boden. Und der blühte richtig knallpink. Es sieht sehr schön aus, aber es muss jemandem gefallen. Und mir tut es leider nicht so. Ja, ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen, weil ich einfach mal so diese Weihnachtspflanzen alle kaufen wollte. Und da habe ich auch ein Reel zu gemacht. Ich kaufe immer Pflanzen, da mache ich ein Reel dazu. Hast du auch eine Amaryllis gemacht? Ja, hatte ich auch. Die ist jetzt nicht mehr da, beziehungsweise ist schon noch da. Die Knolle, ich glaube, steht im Büro. Können wir uns gleich nochmal drum kümmern. Ne? So, dann gehen wir mal zur Vitrine eben rüber. Das ist ja ein bunter Strauß, sag ich mal, ja. Die Vitrine ist echt ein bunter Strauß. Also, da machen wir sie mal auf. Wo fangen wir denn mal an? Ich würde sagen, wir arbeiten uns von oben nach unten, ja, oder? Also fangen wir mal an bei der Pflanze, wo die immer ganz toll aussah und jetzt ganz beschissen aussieht, die halt eben ganz stark unter dem Tripsebefall gelitten hat. Das ist diese Indonesian Maple, diese Adansonii, ne? Ja. Ja, da ist jetzt, das sind zwei. Die eine ist, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch lebt hier. Haben die denn da Wasser drin? Die haben Wasser drin, ja, guck mal. Da sind die Wurzeln sogar. Ja. Wow. Also die Wurzel, die hat total in das Wasser reingewurzelt. Was? Also von den Wurzeln her ist das tipptopp, das Ding, ne? Was sind denn das für Töpfe? Die sind ja cool. Sind das die du da beim Online-Handel da gekauft hast? Genau, ja. Das sind diese wunderbaren weißen Töpfe, die sind ja alle jetzt hier, also nicht alle, aber die erste Etage hier ist alles in mineralischem Substrat. Und ja, das ist jetzt ein Ableger, den ich geschnitten habe von der Syngonium, die auch in die Dutten gegangen ist. Die hat es nicht überlebt und die ist auch gerade nicht so gut drauf, wie man sieht. Tote Wurzeln. Das ist interessant, ne, dass die tote Wurzeln hat. Schade. Unten. Weiß ich noch nicht genau, warum. Oh, das kann ich dir aber sagen, weil der Topf da unten, der muss auf jeden Fall einmal richtig sauber gemacht werden. Aha.
Weil wenn du da nämlich Schmand drin hast, dann können sich da Bakterien bilden, okay, die dann das Wurzelwerk kaputt machen. Gut, die muss bearbeitet werden. Stell ich mal hier sofort raus. Okay. Stell ich mal sofort raus hier den Burschen. Das ist auch immer bei Ablegern so, wenn die in Gläsern drin sind und da sich Algen bilden, dann solltet ihr das auf jeden Fall einmal durch die Spülmaschine jagen oder gründlich mit Spüli reinigen, weil diese Algen setzen sich dann auf die Wurzeln drauf und bilden dann so einen Belag auf den Wurzeln, dass die Wurzeln das gar nicht mehr so richtig verkraften können und fangen dann irgendwann an zu rotten. Und das ist natürlich schade. Ja. Dann hast du noch zwei, du hast zwei Ableger von der Alansonii Marble. Nein, das ist Alansonii. Und das ist noch, Ist hier etwas, von dem ich gar nicht mal weiß, was es ist, ehrlich gesagt. Also es ist auch eine Monstera, glaube ich, weil die hat so Löcher, aber die hat, die sieht richtig, geh mal mit dem Mikro ran. Hört man das? Das ist richtig trocken. Ein Knisterblatt. Oh Gottchen. Und da sind ganz viele kleine Kotkrümel drauf. Das sind diese schwarzen Flecken. Ja. Siehst du das? Das ist auch von der Trypse wahrscheinlich. Genau, ne? Ja, die hat echt richtig gelitten darunter. Auch, ne? Jetzt wollen wir einmal in den Topf reingucken hier. Wie sieht denn das so aus? Ja, ein bisschen Schmöcker ist drin. Ne? Da können wir ja einmal nachher nochmal richtig schön die Töpfchen sauber machen. Es könnte eine Monstera Mint sein, weil die ist mir mal, weißt du, erinnerst du dich? Die ist mir mal geschenkt worden, ja. Die ganz klein. Und aber das kann ich jetzt, und die hat echt, also die Tripse sind wirklich, ist schwierig. Und, also die hat auch darunter gelitten. Müssen wir auch mal einfach mal sauber machen, den Topf hier. so, dann haben wir hier eine. Es sieht aus wie eine Pilea. Eine Pilea, ja, genau. Die war auch komplett kaputt von den Tripsen. Die habe ich auch wieder runtergeschnitten und die sieht wieder gut aus jetzt, ne? Die wächst. Ja, die hat richtig feste, knackig grüne Blätter, also die sieht klasse aus. Guck mal in mein Töpfchen rein. Ja, ist auch ja, guck mal, das ist richtig gelb. Ja, gelbes Wasser drin. Ah, Mensch, komm, ey, wieder alles wieder. Da muss ich auch wieder ran. So ein Elend. Und das müsste doch bestimmt die Monstera sein, die aus dem Samen gezogen ist, oder? Das ist die einzige Monstera, die aus der Monstera, wie haben wir das genannt? Challenge, übrig geblieben ist. Ja, muss ja noch ein bisschen Wasser reintun und so, aber ansonsten sieht das ganz vernünftig aus. Ja. Kriegt auch gerade ein neues Blatt. Ne? Aber, super. Ja, ja, die haben alle was gehabt, ne? Ja, die haben alle wirklich hart gelitten. So, ganz schön hart gelitten. Ja, das ist. Topf Nummer 5. Das ist jetzt wirklich, also, naja. Also, da sind zwei Pflanzen drin. Es waren mal drei Pflanzen drin, es sind nur noch zwei Pflanzen drin. Die eine war kaputt, die andere ist jetzt hier auch kaputt. Die hat auch was meinst du, was das war? Ja. Ein Knisterblatt. Das sind die einzigen, die übrig geblieben waren aus Box von Chris von Variegata.de, aus der Cutting-Box. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Also das müsste auch eine Adansonii gewesen sein, weil die ja auch Löcher hat im Blatt. Und das hier sieht aus, kann alles Mögliche sein, vielleicht wie eine Scandapsus Platinum. Wenn er sowas drin hatte. Keine Ahnung, was das ist. Also ich weiß auch nicht. Sieht auf jeden Fall so aus wie eine, weil die hat nämlich so einen ganzen Silberschimmer auf dem gesamten Blatt. Wir gucken mal hier rein in den Topf. Ist gut, ist in Ordnung. Ja. Ist auch noch nichts, weiß ich auch nicht. Also ob da noch was raus wird hier aus diesem einen Ding hier, man weiß es nicht. Also wirklich auch echt, die wirklich hart gelitten unter diesen Tripsen, ne? Ja, da sind auch wieder Kotkrümelchen drauf. Das sind halt wirklich so kleine schwarze Krümel. Die sehen aus, ich weiß nicht, ob ihr da mal, also ich habe früher ganz viel mit Raupen gespielt. Raupen gespielt? Ja, ich habe die einmal gesammelt vom Apfelbaum. Das sind so, wie heißen die dann? Wann hast du dann damit gespielt? Hast du die dressiert oder? Nein, ich habe sie dann in so einen Plastikkasten getan mit so ein paar Blättchen, da habe ich mir die angeguckt. Ich glaube, man nennt das gespielt, wenn man da unter 10 ist oder so. Ja, ja. Okay. Und die machen halt so kleine Krümelchen, so Kotkrümelchen. So ähnlich sieht das auch aus. Ja. Genau. Ja, also ja, mal gucken, ob da noch was raus wird. Das ist hier eine von mir herangezogene, ein Ableger einer Begonie, einer Forellenbegonie. Ja, ist echt ein Problemfall. Wird irgendwie nicht so richtig was. Sieht gut aus unten im Topf. Wird irgendwie nicht so richtig was, verliert halt relativ schnell wieder irgendwie auch ein Blatt. So, ich weiß nicht. Ich habe jetzt so zwei kleine rote Blätter. Bei dem anderen, ja,
müsste eigentlich auch was kommen. Ich frage mich dann immer so, ist vielleicht der Topf zu groß jetzt doch dafür? Aber die hat auch relativ viele Wurzeln gehabt und deswegen habe ich sie auch in den großen Topf reingestellt. Aber ja, ich bin mir immer unsicher, also was das Ganze so angeht, ne? Ob sie dann... Kommen denn Wurzeln unten raus? Nee, unten kommen keine Wurzeln das ist raus. Schwer. Ja, ja. Nee, ja. Sieht aber sehr gut aus. Ja, mal sehen. Also ich habe mir auch ein bisschen mehr versprochen hier von der Vitrine, dass das da besser funktioniert. Aber egal. Jetzt darfst du mal raten, was das hier ist. Ein Philodendron Melanochrysum. Nee. Also... Ich sag mal so, was sieht man? Man sieht den weißen Topf, man sieht das Substrat, das Mineralische, das sind so Bimssteine. Man sieht dann aus diesem Topf herauskommend einen Stab, der auch schon ein bisschen dunkel unten ist und oben abgeschnitten. Und dann sieht man einen Stumpen. Also es, ich glaube, es ist irgendein Philodendron oder eine Monstera oder ähnliches. Aber ja, also vor. Also dieser Stab, der da drin steckt, da waren mal die Blätter dran. Die habe ich so ein bisschen gebunden, dass sie nicht so runterfallen. Oh, ich weiß es. Deine Queen Anthurium. Wow, Olli, du hast sie ja hingerichtet. Wahnsinn. Oh, die sieht ja furchtbar aus. Auch Tripse, ne? Oh, shit. Auch leider Tripse. Oh, ist das Mist. Und da weiß ich halt nicht, da ist jetzt wirklich nur noch das, wie sagt man das? Ja, das ist wirklich nur noch der Stamm mit Wurzeln und Elend. Ja, weiß ich halt nicht, ob da noch mal was draus wird, ne? Ich lasse sie jetzt hier mal so stehen. Also wenn man unten in den Topf reinguckt, ich hatte das gerade nochmal angehoben, dann sieht man richtig, dass es grün ist. Und das sind Algen. Ja. Das kann durch den Dünger durch, also kann tatsächlich vom Dünger kommen, dass sich dann Algen bilden. Kann aber auch vom Gießwasser kommen, was ich aus der Regentonne da reingekippt habe. So, ne? Ganz richtig, genau. Oh, ja. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Also. Naja, gut, okay. So, hier weiter. Kriechsteinbrech. Kriechsteinbrech hat wieder ein paar Ableger, kommt immer mal wieder so, dass ein paar Ableger kommen und dass sie dann kriegt sie mal wieder ein paar Blätter, die so braun werden und so. Im Moment wächst er wieder ganz in Ordnung und sieht ganz gut aus. Ja. Hatte auch Probleme, im Moment hat er keine so richtige. Es geht so. Was ist das da? Was ist denn das? Ich weiß es nicht, das sieht so komisch aus. Sieht so mehlig aus. Kann man das? Was ist das? Oh oh. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, was es ist. Hm. Ach, ich glaube, es ist zu vernachlässigen. Wir vernachlässigen das. Aber das sieht wirklich niedlich aus. Auch Olli hat da so ein, ist es ein grüner Topf? Ja. Ja, so ein grün-blauer Topf. Und da hängen dann so drei kleine Tochterpflanzen an den Ausläufen runter. Das sieht sehr süß aus. Ja. Genau. Ich versuche, die dann manchmal einzupflanzen, aber es ist gar nicht so leicht, den zu vermehren, finde ich. Hier, guck mal, hier drin sind auch noch, wenn du siehst, ja. Eigentlich sind hier auch noch mehr von diesen Ablegern. Die sind nur im Topf hängen geblieben. So, den hänge ich mal jetzt hier nach draußen. Also da ist noch mehr Musik drin, als man denkt, möglicherweise, weil hier sind so Bänder noch in dem Topf oben drauf. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen verschnurzelt hier. Und der ist aber auch schon hier einmal abgeknickt und müsste jetzt auch eingepflanzt werden. Also da kommen auch kleine Miniatur... Ne, es ist eine Pflanze, ein Blatt hier unten. Wurzeln kommen da noch gar nicht so richtig. Ich glaube, die kommen dann erst so richtig, wenn sie Kontakt mit irgendwas Fruchtbarem haben. Ja, vielleicht. Also es ist halt... Er wächst irgendwie ganz lustig hier, dieser Bursche, so, ne? Also, naja. Wir hier gerade in der Pflanze rum. Wir wurschteln in dieser Pflanze rum gerade und versuchen sie so ein bisschen zu sortieren, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Naja, gut, okay, lassen wir das. So, dann haben wir hier einen Billy. Der hat allerdings gerade zwei, interessanter, warum der jetzt hier zwei gelbere Blätter hat, weiß ich nicht genau. Können wir uns ja mal von unten und oben angucken. Also, ich sehe kein Viech rumlaufen auf der Unterseite. Und ich sehe auch kein Viech rumlaufen auf der Oberseite, auf dem anderen Blatt. Auch nicht. Gucken wir uns mal die Wurzeln an, wenn sie schon unten rauskommen. Sehen gut aus. Gucken mal. Eine ganz kleine Wurzel unten. Ja, aber die sieht sehr gesund aus. Genau, der hat ja auch hier dieses frische Blatt bekommen vor einiger Zeit. Ja. Vielleicht hat er gesagt, oh, die anderen beiden können mal ab, weil es ja auch die fast jüngsten Blätter sind. Glaube ich auch.
sind sie ziemlich die Jüngsten. Ja. Und kriegt auch wieder hier ein neues Blatt, wächst so langsam vor sich hin. Also da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das könnte was werden. Man muss ja richtig aufpassen, dass die Blätter da nicht im Topf hängen bleiben. Das stimmt. Nee, aber der sieht sehr schön aus. Ich glaube, ich finde das Substrat schöner, weil das nicht so grobkörnig ist. Das ist ein bisschen feiner, was du hier für den Philodendron Bellitae benutzt hast. Ja, das stimmt. Ja, dann haben wir hier noch so eine Alocasia. Diese. Nehmen wir erstmal diese hier. Was ist denn da los? Ja, weiß ich nicht, was mit der los ist. Ist ein sehr interessantes Wachstum. Also diese, das ist eine, wie heißt die nochmal? Black Velvet. Black Velvet, genau. Black Velvet. Und die hat drei Blätter. Die habe ich mir auch, die ist quasi, habe ich mir gezogen. Oh, da ist was. Da ist was? Ja, da ist was Kleines. Siehst du, oh, es bewegt sich auch. Ja. Oh, nein, schnell tot machen. Okay. Muss ich doch gleich nochmal was spritzen, ja, vielleicht? Ich würde sagen, ja. Also das ist auf jeden Fall eine kleine süße oder auch nicht süße Trüpse gewesen. Ja. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Hat sich doch noch eine verirrt hier so. Hm. Ja, das ist auch zum Beispiel auch mein großes Problem, ne, dass ich das manchmal einfach überhaupt nicht sehe. Die sind aber auch echt Miniatur. Die sind wirklich ganz, ganz klein und teilweise bewegen sie sich auch nicht und sind hell, wenn die jung sind. Dann sind die ganz klein und gelb-milchlich, so von der Farbe. Und wenn die erst erwachsen sind, dann haben die richtig dunkle Körper und dann kann man sie auch richtig erkennen. Aber so ist es natürlich echt fies, ja, auf der Blattunterseite das zu erkennen. Aber guck mal, hier kommt so ein kleines Rhizom. Noch gar nicht gesehen. Jo, das ist doch süß, ne? Stimmt, habe ich noch gar nicht gesehen. Und aus so einem Rhizom ist im Prinzip diese Pflanze auch gewachsen. Ja, die genau. Nämlich, also das ist die Mutterpflanze da hinten, die da an dem anderen Tisch steht. Und das ist die, habe ich schon daraus gezogen. Cool, guck mal, ärgerlich, was du hingekriegt hast. Ja, ist doch toll. Aber jetzt hängen diese Blätter halt, die wächst halt nicht nach oben, sondern die wächst nach unten. Guck mal, wenn wir die da hinstellen, dann ist das ja irgendwie so ein bisschen klar, weil die jetzt ja hier so das Licht kriegt. Das kommt ja nicht von da. Ja, aber die müsste doch dann trotzdem zu dem Licht wachsen. Ja, aber vielleicht ist der Winkel für sie besser. Ich weiß auch nicht. Naja, gut, okay. Dann kommen wir zu deinem wunderschönen Stein. Ja, kommen wir mal zum Stein. Zu deinem Pingrock. Genau, zum Pingrock, zum Alex, genau. Wenn ihr die Folge gesehen habt, gesehen, könnte sie ja nicht, gehört könnte sie haben, wo wir bei Alex Hausbesuch gemacht haben, bei Carnivorus Karneval, findet ihr bei Instagram. Und der hat mir ja diesen Stein geschenkt, diesen Pingrock, auf dem ich so ein paar von diesen Pinguicula, richtig, gesetzt habe. Und ja, die sehen eigentlich ganz gut aus mittlerweile schon. Weißt du, was das nochmal für ein Stein war? Vermiculit oder so? Ich wieder vergessen. Also auf jeden Fall ist es ein sehr poröser Stein, der auf einer kleinen Schale ist. Und in dieser Schale ist etwas Wasser. Dieser Stein zieht dann das Wasser hoch und dann versorgt er so die kleinen Pflänzchen, die da drauf sind. Und ich glaube, dass diese ganzen Pflanzen schon wesentlich kleiner waren, als die da drauf gesetzt wurden. Absolut. Oder? Und du hast ja auch sogar ganz, ganz mini, mini, mini kleine süße Ableger. Sieht total süß aus. So richtig süße kleine Miniaturpflanzen. Richtig schön. Also das hat sich wirklich, die sind wirklich toll gewachsen schon. Und Alex hat auch schon immer zwischendurch gesagt, wie sieht's aus mit dem Stein? Dann schicke ich ihm mal ein Bild. Und er sagt, das, mal gucken, wenn man hier zieht, ist es manchmal nicht so günstig. Man muss schon schneiden, sonst zieht man die trockenen Blätter kann man nicht so gut ziehen, sondern muss man schon wirklich schneiden, sonst zieht man die Pflanze da wieder runter. Die hat ja so, die sitzt ja auf dem Stein in ganz klein wenig Torf. Ganz, 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 ganz klein wenig. Und dass es so gerade klebt. Ne? Genau, dass es gerade so klebt und da wächst sie da jetzt munter vor sich hin. Da sind echt viele Dinger schon drauf. So, siehst ne? du diese kleinen schwarzen Streifen auf den Blättern, auf den in die Klebestellen? Ja. Das sind die Trüpse. Ja. Und dann hast du auch noch ein paar Traumücken mit der Pflanze gefangen. Das habe ich in meiner Wohnung auch, das auf der kleinen, ich glaube, das ist eine Pinguicula Vesa gewesen. Auf der haben sich dann auch so 10 Trauermücken gesammelt. Da war ich natürlich sehr glücklich, dass sie nicht in meinen anderen Pflanzen gelandet sind. Ja, ja, also das ist ganz super hier. Das funktioniert ganz, ganz schön und wächst auch toll vor sich hin. So habe ich ganz zufrieden. Ja, dann habe ich nochmal was Spezielles hier. Guck mal. Das habe ich hier mitbekommen. Das müssen wir jetzt mal wirklich auspacken, weil das ist ein
Ableger oder ein abgerissener Zweig oder wie auch man das nennen möchte, von einer Heuer, von der ich jetzt nicht genau weiß, was es für eine Heuer ist. Aber die war halt von einer Pflanze abgerissen und wurde mir auf der Botanika dann geschenkt. Die hatte auch wirklich sehr schrumpelige Blätter. Und da hieß es hier, Oliver, nimm die mal, steck sie mal in Moos, in einen Becher und guck mal, ob sie das überlebt. Ja. So, und sie hat es erstmal überlebt. Und wir können sie ja mal rausholen, um mal zu sehen, wie die Wurzeln aussehen. Warte mal eben. Gucken wir doch mal. Ich kippe die jetzt mal hier so aus auf meiner Matte. Oh, ja, vielleicht auch nicht so eine gute Idee, sie zu kippen. Eigentlich, weil ich das Mikrofon halten muss, ist es schwierig, das zu machen. Carla zieht sie jetzt mal da raus. Rups. Da machte es Rups. Ja, aber es sieht alles heil aus. Ja, es sieht alles heil aus. So, jetzt enthülle ich das Ganze mal ein bisschen. Du hast Sphagnummus trockenes genommen, genau. Ne? Ja, ja. Ach, guck mal, das sind richtig schöne Wurzeln. Ich würde da gar nicht so viel dran rumruppen und zurren, damit das alles heile bleibt. Man kann ja so ein bisschen das abziehen. Möchtest du die denn in Erde einpflanzen? Genau, das wäre jetzt halt das Ding, ne? Also eigentlich. Was denn, Erde? Ja, so ein Substratmix. Ja, ja, klar. Ja, dann würde ich doch mal sagen, bring den mal her, oder? Ja, okay. So, Schere haben wir geholt. Substrat haben wir geholt, Topf haben wir geholt. Dann gucken wir mal, dann bauen wir das mal jetzt hier zusammen. Genau, willst du erstmal gucken, wo sind denn die Wurzeln? Ich war nämlich unsicher, das ist ja das Entscheidende. Ich würde sie ja nicht irgendwo einpflanzen, wenn ich keine Wurzeln habe. Ne? Also deswegen hatte ich gerade nämlich Olli nochmal zugerufen, er soll noch eine Schere mitbringen. Und zwar haben wir nämlich an drei verschiedenen Enden Wurzeln. Und zwar genau an den beiden Enden und einmal in der Mitte haben sich Wurzeln gebildet. Deswegen können wir die Pflanze jetzt in drei Teile schneiden und die Pflanze dann einpflanzen mit dem Gut, okay. Genau. Ich würde nämlich dann hier einmal die Blätter entfernen, dass sie nämlich nicht unter der Erde sind und dort einen Schnitt machen, sprich zwischen den beiden Wurzeln in der Mitte und einmal vielleicht hier einen Schnitt machen. Ja, warte mal, ich mache mal hier auch nochmal ein Foto zwischendurch. Wir müssen quatschen, genau. Gleichzeitig Fotos machen. Das ist ja nicht so ganz so, das muss man ja jetzt alles hier dokumentieren ein bisschen, damit ihr hinterher auch ein bisschen was gucken könnt. Ne? So, Carla, dann schneide doch mal. Walten Sie bitte, Frau Dr. Meinecke, walten Sie bitte Ihres Amtes. Okay. Machen Sie einen beherzten Schnitt, die Operation beginnt. Zack. Oh, Schnitt 1, sie blutet. Oh nein. Und Schnitt 2. Zack. Und okay. Schneide ich noch einmal hier die Blättchen ab. So, die anderen lasse ich nämlich dran, damit sie noch ein bisschen Photosynthese bilden kann über die Blätter und nicht nur über den Stamm. Okay. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Schnittstellen erstmal ein bisschen antrocknen. Genau, und dann pflanzen wir sie gleich ein. Ja. Gut, gehen wir mal weiter zur Vitrine und zurück und hier gucken wir mal, was wir da noch so haben. Da haben wir eine Syngonium Strawberry Ice, genau. Ich habe mir mal ein paar Zettel hingeschrieben, weil bei manchen kann ich nicht mehr genau erkennen, was das für eine Pflanze ist. Okay, weil ich hätte nämlich jetzt ohne den Zettel gesagt, das ist eine Maria Christi oder so, wie sie heißt. Maria Kron. Ja, genau. Genau, aber ich würde sagen, dass du die mal umtopfen solltest, weil die in einem viel zu großen Topf ist ja. Und die Pflänzchen viel zu klein sind. Die sind nämlich ungefähr so 5 Zentimeter groß und haben 3 Blätter jeweils. Aber sie war mal viel größer. Ja, das glaube ich dir sofort. Ja, viel größer. Ja, das waren bestimmt 3 oder 4 Pflanzen, ne? Ah, das war so, die war wirklich schon richtig groß. Da kommt ja ein ganz kleines Blättchen. Also die war wirklich so schön groß und dann kamen wieder die Tripse, ne? Also ich hatte es wirklich in dieser scheiß Vitrine auch und deswegen, ja, sieht die jetzt etwas mickrig aus. Da muss ich, in der Tat, du hast recht, ich werde sie mal umtopfen. Mist. Ich guck mal, was hier unten noch ist. Ja, guck mal. Oh Gott. Knie Gucke runter. Also, wir haben nochmal 2 Begonien. Genau. Haben wir einmal die Amphioxus und was hast du hier vorne? Ja, das weiß ich nicht genau, was das ist. Die hat mir mein Bruder geschenkt. Sehr schön. Das war die Stabbegonie, weißt du? Ja. Wo ich gesagt habe, die hatte mal so einen Stab, der war wirklich so 40 Zentimeter, hatte die einen Stielstängel, wie auch immer. Ah. Und dann habe ich sie aber abgeschnitten, weil sie eben nur noch oben 2, 3 Blätter hatte und dann die auch immer relativ schnell auch abgeworfen hat. Und dann habe ich sie wirklich abgeschnitten, so auf 15 Zentimeter und habe dann eine Tüte drüber gemacht.
Und in der Tat sind sogar unten neue Blätter gekommen, die schon relativ groß sind eigentlich. Und jetzt an der Seite, an dem Stab, an dem Stiel, ich sag immer Stab, ich bin Profi, echt. Stamm. Da kommen jetzt eben auch neue Blätter raus, überall. Ja, so, ja, also hier auf jeden Fall, da vielleicht diese. Also das tut sich was und ich bin ganz zufrieden, weil das ist auch, ich habe die, glaube ich, Mitte Dezember so runtergeschnitten und jetzt sieht sie schon wieder so aus, ne? Also es sieht sehr schön aus. Ja. Also ich finde die Blätter total hübsch, weil die sind so dunkelgraugrün und die unten, Unterseite ist wieder natürlich ist rosarot. Ja. Und die hat ganz klasse silberne Punkte überall, die so ein bisschen ineinander verlaufen. Ja. Und aber sagt mein Bruder auch, das ist eine sehr dankbare Pflanze, da hat er schon 1000 Ableger von gemacht und die kommt halt immer wieder, sagt er. Also das, die ist nicht tot zu kriegen eigentlich, selbst wenn sie mal wirklich fast tot aussah, macht sie sich hinterher doch wieder ganz gut so, ne? Naja, das gleiche Kaliber wie die, wie diese Stabbegonie, sag ich mal, ist diese Amphioxus, ja, die ich auch total runtergeschnitten habe, weil sie eben auch befallen war. Die war auch total groß geworden. Ich war ganz stolz schon drauf, dass sie sich so toll gemacht hat. Hatte ich auch die ganze Zeit hier so in der Vitrine stehen. Und dann ging das natürlich irgendwann los, ne? Und dann habe ich sie auch komplett runtergeschnitten. Und jetzt kommen aber auch wieder neue Blätter überall raus, ne? Also sie besteht aus 4 Stäben. Und die hat jetzt, wie Olli sagt, hat sie jetzt ganz kleine süße Austriebe überall. Und auch an dem Stiel, wo schon Blätter mal waren, kommen jetzt wirklich ganz kleine süße Blättchen raus. Und die sehen alle ganz toll aus. Also richtig frisch, knackig, grün, gesund, so wie man das haben möchte. Guck mal, ganz unten hier sogar am Boden. Ja, wirklich stimmt. Am Austrieb unten über der Erde, knapp über der Erde, kommen hier neue Blätter raus. Ne? Also, ja. Wie wir hier an den Pflanzen rumpummeln. Ja, genau. Du hast ja auch eine wilde Mischung aus... Wilde Mischung ist gut, ja. Töpfen. Ja, absolut, total wild. Du hast so Orchideentöpfe, die halt durchsichtig sind. Dann hast du Töpfe, die in Übertöpfen drin sind. Der ist auch total schön hier. Und dann hast du auch so ein bisschen rustikalere Töpfe und dann halt deine Pflanzen in den Hydrokulturtöpfchen. Das ist... sehr schön, finde ich. Ich probiere alles aus. Ich finde es super, weil das bei mir zu Hause ähnlich aussieht. Und ja, dann hast du hier ein großes Blatt von der Alocasia Jacqueline. Das sieht auch sehr schön aus. Aber die hatte auch mal mehr, oder? Ja, die hatte mal 3 oder 4 Blätter, weiß ich gar nicht. Auch ein Tripseopfer. Auch komplett runtergeschnitten. Und jetzt hat sie wenigstens schon mal wieder ein Blatt. Das war die Pflanze, die du, glaube ich, auf der Botanica dir mit 2 oder einer anderen Person zusammen gekauft hast. Und dann war sie nämlich günstiger im Preis. So sieht das aus, genau. Cool. Ja. Und da hast du auch so einen Gelbsticker drin. Ja, habe ich mal hier so ein bisschen was, aber nicht viel. Ja, doch so ein paar, wie heißt das, wie heißen die nochmal? Traumücken. Traumücken sind drauf, sehr genau, gut. Genau, aber nicht so wirklich viel. So. Ja, ja, gut, also... Ich meine, also das ist so, ich sage, ein wilder, bunter Mix hier an Pflanzen und Töpfen. So, das ist, im Moment ist es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, es geht so langsam aufwärts, aber man sieht noch, dass hier ordentlich Tripsbefall war. Ne? Aber guck mal, wir hocken jetzt vor deiner Vitrine unten und gucken hier die Alocasia Black Velvet nochmal an, wo die Blätter so runterhängen und so kriegen sie, werden sie richtig angeleuchtet. Ja, vielleicht. Also vielleicht liegt das echt daran. Vielleicht müsstest du die mal hier oben in eine Etage höher stellen. Ja, vielleicht muss ich das mal machen. Und dann hast du noch eine Beamtenpflanze. Genau. Chlorophytum. Grünlilie, genau. Auch ein Ableger, den ich da mal einfach in das mineralische Substrat gesetzt habe, der auch so im Moment langsam wächst, aber er wächst. Ne? Gucken wir doch mal da unten rein. Der hat auch das grobe Substrat. Oh, da muss auch Wasser rein. Und wir müssen noch einmal, wie heißt das, die Algen rausmachen. Ja. Genau. Soll ich die dazu den anderen Pflanzen? Ja, komm, die stellen wir gleich auch hier hin. Kann ich das auch mal. Zack, bums. Weiß ich genau noch, an welchen ich noch arbeiten muss, quasi. Ne? Gut, okay. Haben wir das abgearbeitet hier? Ja, und Olli hat ja natürlich nicht nur seine Vitrine hier stehen, wo die Pflanzen drin sind, sondern hat auch daneben einen Kanister mit destilliertem Wasser, wo wahrscheinlich auch das Regenwasser drin ist und einen Eimer voll mit dem Regenwasser. Ja, ja, genau. Das hole ich immer hier so rein. Das ist schon lange kein destilliertes Wasser mehr drin gewesen. Es kommt immer das Wasser aus der Regentonne und das fülle ich dann irgendwie in die Gießkannen um hier und da irgendwie renne hier rum mit dem. Oder mach gleich da drin da irgendwie dann mein Mix aus
Dünger oder so, ja. Du hast ja in deiner Vitrine auch Lampen drin und hier so Ventilatoren. Genau. Wann geht denn das so an oder geht das gar nicht mehr an? Doch, ich habe das mal, das steht ja jetzt schon ganz lange hier. Zwischendurch geht es mal an, aber jetzt nicht irgendwie. Ich weiß gar nicht, wann es, ich weiß nicht, wann es angeht. Ich habe es irgendwann mal... Ich habe es irgendwann mal so eingestellt mit Zeitschaltuhr und solche Gedönse. Und ja, dann geht das irgendwie alle Nase lang mal an. Jetzt geht es gerade nicht an. Irgendwie seitdem wir hier stehen, vielleicht ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Muss man mal nachgucken. Aber es funktioniert eigentlich. Okay. Ich will allerdings auch den Sinn dieser Ventilatoren hier nicht überbewerten. Also ich weiß nicht, ob das hier irgendwie besser wäre, wenn... Ich habe auch hier einen Wärmeschlauch drin, um ein bisschen Wärme noch reinzukriegen. Der ist auch warm. Ja, ja. Das ist ja cool. Frage mich allerdings auch, ob das jetzt wirklich... Ist das einfach nur Strom? Ja. Aha, okay. Das wäre mir, glaube ich, zu gefährlich. Wieso? Weil ich weiß nicht, wenn Strom warm wird, dann finde ich das immer komisch. Nein, wieso? Also es ist halt ein Heizkabel, so was du eigentlich so ins Terrarium legen kannst. Das habe ich nur nicht jetzt gelegt, sondern ich habe es so hochgebunden und einmal quer durch die Vitrine gezogen. Ja, finde ich ja cool. Und dann hast du oben drauf auf deiner Vitrine hast du dann die verschiedenen Dünger. Ja. Einmal das HPE, wo alle dachten, what the hell, was ist das denn? Also Houseplant Elixier von Hesi. Dann hast du Liquid Gold Leaf. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das ist. Weiß ich auch nicht. Sieht auf jeden Fall schön aus und das ist auch so ein Dünger, den man auch auf die Blätter schmieren kann, habe ich ja. Also so Blattdünger. Und dann hast du von Compro noch Öko-Balance. Wie bist du denn zu dem Öko-Balance gekommen? Das, glaube ich, war der erste, den ich mir mal gekauft habe. Der ist auch schon im leersten, wenn man ja, das ja. umhebt. Ich habe auch, glaube ich, noch mehr Dünger. Also dieser Düngerkram. Also ich neige ja nicht zur Verwissenschaftlichung des Düngers. Ich habe da jetzt einfach mal so ein bisschen was stehen und habe da rumprobiert und so, aber ja... Ich weiß auch nicht. Also, man braucht Dünger. Ich stehe auf dem Standpunkt, man braucht Dünger. Ich glaube allerdings ehrlicherweise nicht daran, dass es irgendeinen Dünger gibt, der jetzt der heiße Scheiß ist und irgendein Dünger, der schlecht ist. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, so wirklich richtig. Und es hat auch eben ganz viel damit zu tun, ob man jetzt ein gutes Händchen hat, was die Pflege angeht, ob man sich sehr intensiv damit beschäftigt, mit der Pflanze oder nicht. Welchen Dünger man dann da, glaube ich, nimmt, ist eher zweitrangig. Hauptsache, man nimmt Dünger. Ja, und das ist ja dann auch so ein bisschen nur, die Dosis macht das Gift. Wenn man zu viel nimmt, dann sterben die Pflanzen. Wenn man zu wenig nimmt, dann verkrümmern sie. Verkrümmern. Genau, so sieht's aus. Genau. Gut, gehen wir mal weiter. Ja, sehr gerne. So, jetzt gehen wir hier von der großen Diele durch. Wir haben jetzt einen Durchgang gemacht in die nächste Wohnung hinein. Da haben wir noch viel, viel Platz jetzt. Und hier sind dann jetzt... noch diverses andere Zeug. Ah, sagt Carla. Oh, ah. Das gefällt mir hier sehr gut. Hier ist richtig Musik. Hier sind auch die Pflanzen, die so ein bisschen größer sind, die ich halt auch nicht in die Vitrine reinkriege. Ne? Oh, du hast eine ganz normale Monstera, die eine Panaschierung bekommen hat? In der Tat. Das ist die Monstera, die schon ganz kaputt war. Weißt du, wo ich Wurzelfäule hatte ganz am Anfang, ja, die ich dann aber im Wasser bewurzelt habe. Genau, der Luftbefeuchter ist gerade bei der Arbeit. Und die jetzt schon wirklich ganz amtliche Blätter hat eigentlich. Ich bin ganz zufrieden. Und diese hatte echt hier so eine ganz leichte, kleine Panaschierung am Blatt, habe ich auch gesehen. Dachte so, wie kommt das denn? Was ist denn hier kaputt? Aber gut, ne? Aber sieht ganz gut aus hier. Die bekommt auch hinten schöne Luftwurzeln und so. Sie ist ganz fleißig bei der Arbeit. Ja, aber hallo. Und du hast, also ich sag mal so, wir haben hier sowas wie eine Werkbank. Genau, ist eine Werkbank. Und da sind ganz viele schöne Pflanzen drauf. Die sehen auch alle deutlich schöner aus als in deinem Terrarium. Ja, das stimmt. Was auch daran liegt, dass einige auch noch mal neu dazugekommen sind nach der Botanika. Und andere sind allerdings auch, wenn du genau hinguckst, findest du auch Patienten. Ja, natürlich. Ja. Zwei, drei, vier, fünf Bananen. Ja, die da. Ja, gut, die auch. Aber vor allem, das ist hier die Weichi, ne? Die hat hier auch so ein bisschen gelitten, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich ein Tripsebefall ist. Eher nicht. Ich keine Ahnung. Das weiß ich nicht so richtig. Gucken wir doch mal. Aber nee, würde ich auch nicht sagen. Es sieht eher aus wie trockene Blätter. Trockene Blätter, ja. So, keine Ahnung. So ein bisschen trocken. Aus wie Feuchtigkeit fehlt. Ja, irgendwas fehlt. Weiß ich nicht.
Aber sie bekommt jetzt hier unten ein Nüpsel. Da kommt ein Blatt. Also sie hat ganz lange, hat sie nichts gemacht jetzt wirklich. Und ich habe schon gedacht, na, was mache ich hier wieder falsch? Aber jetzt kommt's langsam. Vielleicht wird's was, ne? Dann hast du hier, das ist ein Gloriosum. Das ist dein Gloriosum. Sehr schön. Der kleine, ne? Der kleine Gloriosum, ja. Der dann irgendwann hat wirklich angefangen hat zu kriechen. Das siehst du jetzt super. Wirklich. Das war ja wirklich ein ganz mickriges Ding, was gar nicht gut aussah am Anfang. Aber mittlerweile sieht es wirklich gut aus und bekommt jetzt auch gerade wieder ein neues Blatt. Wunderbar, so wie der El Choco Red, der bekommt genau. Auch, guck mal hier, dieses richtig dickes Horn. Ja. Sieht absolut. Ja toll aus. Das ist auch hier Botanica bei Hanna gekauft, Harmony Plants. Ne? Schnell noch abgestaubt. Ich guck mal, steht da der Preis noch dran? Oder habe ich den mal irgendwann umgetopft? Nee, den habe ich umgetopft. Aber wahrscheinlich viel zu günstig. War sehr günstig, musste ich mitnehmen. Ja, klar, natürlich. Ne? Ich wahrscheinlich genauso wie hier den Jopi. Ja, der ne? ist auch toll. Der ist echt raumgreifend. Also der passt in keine Vitrine, der Bursche. Wow. Ne? Der ist wirklich toll geworden. Hat gerade wieder ein neues Blatt bekommen. Das sind aber auch, ich weiß nicht genau, dies hier ist, glaube ich, das andere neue Blatt, was jetzt älter ist. Aber eben so, ja, der hat schon echt amtlich große Blätter. Und bekommt halt eben gerade, hat gerade Frisches bekommen. Und da ist auch schon wieder eins im Ansatz. Also der macht sich hier standortmäßig gut. Muss ich wieder gießen, sehe ich gerade. Es sieht ein bisschen trocken aus. Sehr schön. Die Erde. Dann hast du an einem Bambusstab eine Syngonium Aurea. Die sieht auch sehr lustig aus, weil sie hat unten große Blätter. Dann rankt sie ein bisschen, hat super süße kleine Mini-Blätter. Und Olli hat ihr natürlich die Rankhilfe gegeben. Ja. Und dann hat sie auf einmal wieder große Blätter bekommen. Genau. Sieht sehr süß aus. Also ich glaube fast, dass das wirklich damit zu tun hat, dass ich ihr dann irgendwann auch mal die Rankhilfe gegeben habe. Auf jeden Fall werden die Blätter wieder größer jetzt. Da bin ich sehr glücklich drüber. Ja, dann haben wir hier die es ist auf jeden Fall ein Anthurium. Ah, ich habe schon wieder vergessen, Anthurium, aber ja, keine Ahnung. Die hatte ich, die hat auch Tripsebefall gehabt. Oh. Ne? Also das sieht echt auch nicht so richtig geil aus im Moment. Die sind alle so ein bisschen blässlich, die Blätter geworden. Ja, sie haben gelbe Flecken, sind auf jeden Fall angegriffen und sehen ganz schön traurig aus. Genau, und ich habe auch immer vor ein paar Tagen noch mal was gesehen. Du siehst hier auch, da sehe ich immer noch die Kotflecken noch. Ich weiß nicht, ob da auch noch was rumläuft. Ja, habe ich schon. Guck mal da. Das ist das kleine Gelbe, was ich meine. Das sind diese blöden, kleinen, gelben, frischen Larven. Ja. Da musst du auf jeden Fall noch mal rangehen. Hier. Sehr ärgerlich. Ich habe doch das Sprühzeug hier stehen. Komm hier. Gleich drauf. Drauf. Gleich drauf. So. Naja, machen wir das gleich noch mal in Ruhe. In Ruhe. Ha! Aber die habe ich auch schon 1000 Mal wirklich besprüht und ich werde sie nicht los. Um dann gleich weiterzumachen hier bei diesem Burschen hier, das ist der Plomani. Genau das gleiche Thema, ne? Also die bleiben einfach. Ich bin am Pumpen und Sprühen und Machen und ja, ich sehe sie hier weil da sind direkt 3 Stück. 4, 5, warte, machen wir mal kaputt hier. Ich krieg sie einfach nicht weg. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also das ist wirklich ein Patient. Oh nein, da sind ganz viele drauf, Olli. Ja. Ach Mist, das ist natürlich sehr ärgerlich. Guck mal, siehst du das hier? Ja. Die laufen auch richtig schön schnell rum. Und du glaubst nicht, ich glaube, ich habe da schon eine ganze, da ist, glaube ich, Careo drin, auch so ein Stäbchen in der Erde. Und ich habe sie besprüht, ich habe echt alles gemacht und es will einfach nicht aufhören. Was haben wir denn hier für ein, da steht drauf gegen Trüpse, aber vielleicht sind deine Trüpse einfach schon super Trüpse geworden. Ja, ich weiß auch nicht. Gibt's Immunität? Das kann es natürlich geben, ne? Boah, das ist. Hier, guck mal, wenn du das gegen das Licht anguckst, dann siehst du richtig die Löcher überall. Das sind überall Löcher. Das ist das neueste Blatt hier. Selbst das ist auch schon wieder total durchlöchert. Das neueste Blatt sieht aber auch wunderschön aus. Wenn es natürlich die Dinger nicht hätte, weil es oben am Stiel Ansatz ist, ist richtig schön rosa-pink und hat ein tolles, sattes Grün. Das sieht richtig schön aus, aber schade. Ja. Sehr ärgerlich, aber eine tolle Pflanze. Ja, echt Katastrophe. Und ich weiß auch nicht so richtig. Ja, aber deine Monstera hat es anscheinend nicht gekriegt, ne? Ja, das ist... Halt, stopp, die hat hier auch was. Es
zu Ollis Gesicht sieht sehr ungehalten. Jetzt auch gerade oder sie hatte was? Carla guckt nochmal. Was ist, also, weil so, ich meine, so optisch sieht sie erstmal gut aus, ne? Also, da sind zwar auf der Unterseite, okay, da sind so braune Stellen so, aber erstmal, finde ich, sieht sie ja ganz vernünftig aus. Also, so. Sehen tue ich jetzt nichts. Auf die Schnelle finde ich jetzt nichts. Ja. Das ist natürlich blöd. Oh, Mensch. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich muss mal sehen. Muss ich es mal wieder vielleicht auch mal duschen auch noch. Ich wollte gerade sagen, einmal abwischen, vielleicht auch einmal abduschen. Das hilft natürlich auch, dass dieser, also nicht zu dolle natürlich mit dem Massagestrahl da über die Blätter drüber gehen. Einfach mit der normalen Duschbrause ein bisschen weicher einstellen und dann vorsichtig über die Blätter rüber gehen. Weil sonst macht man die Blätter natürlich auch kaputt. Ja. Aber hier sieht man auch bei dem Gloriosum gegen das Licht, da sind kleine Löcher. Das ist echt blöde. Ja. Oh Mensch. Ja, das, also es ist nicht so einfach, echt. Dass die Tripse wieder loszuwerden. Ne? Ja, ansonsten habe ich hier noch so eine Gespenst, wie sagt man, eine Spinnenorchidee, ne? Die. Oh, die hat doch die hat ganz Wurzeln. Gute, ja, die ja. Hat gute Wurzeln gekriegt. Die war ja auch mal, das war ja die eine, die auch eine Orchidee, die eigentlich gar keine Wurzeln mehr hatte, die ich dann im Terrarium wieder bewurzelt habe, wieder eingepflanzt habe. Und die hat jetzt halt auch wieder so zwei von diesen neuen Bulben hier bekommen. Und ich hoffe, dass sie dann auch weiter gut wächst, ne? Guck mal hier, ihr kriegt da auch was Neues. Ja, das Melanocrysum, ne? Hast du den auch runtergeschnitten? Ja, den habe ich auch runtergeschnitten. Das ist so eine Sad Plant von Chris von Varigata.de, die hat er mir noch mitgegeben. Mhm. Die sah auch ein bisschen schlecht aus hinterher so. Die habe ich dann einfach runtergeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier vielleicht auch nochmal das einfach abschneiden soll. Keine Ahnung. Aber da kommt wieder was so, ne? Was hast du denn hier unten schön? Das ist auch ein Heuer. Die ich auch von der Botaniker mitgenommen habe. Die hat jetzt gerade wieder neue Blätter bekommen. Hier diese roten Blätter. Mhm. Ja, das wird was, glaube ich. Im Moment funktioniert es ganz gut. Ja, und dann natürlich hier Geweihfarn, ne? Ja, der sieht doch klasse aus. So, also wirklich der wunderschön. Der sieht auch noch feucht aus. Ja, den habe ich auch erst jetzt vor ein paar Tagen gewässert, ne? Was hast du da für einen Garn genommen? Das ist, den habe ich ja aufgebunden mit einem, ich hatte noch so ein Drachengarn. Mhm. Also man kann das mit der Angelschnur machen, aber ich hatte jetzt keine Angelschnur und habe gedacht, dann mache ich das mit dem Drachengarn da. Ja, und habe es dann einfach, habe es dann damit gemacht. Ne? Und du siehst hier, hier wächst dieses neue Deckblatt und hier wächst wahrscheinlich ein neues Blatt hier so, ne? Ja, ne? Cool, ja. Finde ich richtig gut. Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich auch solche bestellt, um sowas zu machen. Die sind auch schon im Großhandel, habe ich nur noch nicht abholen können. So wie die Syngonium Albo Variegata, die ich endlich wieder bekommen habe. Ich habe sie jetzt ein halbes Jahr lang nicht gekriegt und jetzt habe ich endlich wieder welche. Freue ich mich auch sehr, dann werde ich am Dienstag alle abholen. Und dann wird rumgebastelt und dann werden Ableger geschnitten, weil ich die als Ableger verkaufen möchte, die Syngonien. Ja. Genau. Ja, schön. Genau. Gut, ja. Halt, stopp, du hast noch mehr Pflanzen, die hast du ja. Gar nicht. Ja, hier, guck mal, das sind die halb, wie nennt man das, so in die Ecke gestellt und ja. Werden auch mit gegossen. Die sind unkaputtbar. Das sind so Drachenbäume. Ja. Ja, genau. Die sind zwei Drachenbäume, hast du aber auch, guck mal, umgetopft, hast dich doch drum gekümmert. Ja, stimmt, der sah mal ganz schlecht aus, den habe ich dann doch mal umgetopft, weil der keine Erde mehr hatte. Ja, den habe ich dann. Die stehen hier am Nordfenster und die brauchen nicht viel. Das ist eine sehr, sehr pflegeleichte Pflanze, sag ich mal. Weil die so pflegeleicht ist, möchte ich die Pflanze auch bei Esther ins Zimmer stellen. Ja. Und da haben wir nämlich auch Nordseite und dachte, das wäre ideal dafür. Okay, hier, das ist übrigens meine rumpelige Pflanzenzubehör und so. Lass uns nicht drüber sprechen. Also es ist, okay. Da ist alles Mögliche drin und steht alles Erde und alles, was ich immer so brauche an Düngern und Stäben und ich weiß nicht was alles. Und hier fürs mineralische Substrat die ganzen Zutaten, da sage ich mal für mein Rezept und so. Ja, ne? So, jetzt gehen wir jetzt ins Büro. Hier habe ich dann irgendwie die Pflanzen noch so hingestellt. Das ist auch wieder so ein heiterer Mix aus allem. Großes, ich habe mir so ein Stativlicht geholt, was das Ganze jetzt hier so ein bisschen beleuchtet, damit ich hier auch ein bisschen Licht habe, weil sonst habe ich hier nicht so viel.
Ja, hier haben wir die... Oh, aua. Ich habe gerade die Zebrina in die Hand genommen und dann ein Blatt vom Verrucosum und das ist auch vertrocknet halbseitig. Oh. Also mit dem Verrucosum habe ich nicht so viel Glück, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde auch, der, wenn er zu wenig Wasser kriegt, dann ist er sofort sauer auf einen und vertrocknet direkt. Ja. Das habe ich auch schon die Erfahrung gehabt. Und die Zebrina, wie im Winter das nun üblich ist bei den Alokasien meistens, lässt sie ein paar Blätter gehen, kriegt aber auch hier schon wieder ein neues. Und das sieht richtig toll aus, was du da aufgebaut hast. Ich will nochmal auf die andere Seite gehen. Ja, bitte sehr. Ja, ja, die habe ich jetzt alle mal hier so hingestellt, damit das so ein bisschen, ja, damit es halt irgendwie, damit ich die immer so durchkriege halt, ne? Weil ich hatte so ein paar, habe so ein paar Patienten dabei. Also hier steht zum Beispiel eben eine Strelitzie, ne? Die hat gerade ein neues Blatt bekommen, dieses hier, und bekommt unten auch ein neues Blatt. Also das ist, glaube ich, offensichtlich ganz guter Standort, was man ja auch merkt bei der Zebrina, die hier auch ein Blatt bekommt. Die habe ich sonst normalerweise ohne Stativ oder ohne Licht bei uns im Wohnzimmer stehen. Und da bringt das einfach nichts. Die würde jetzt über den Winter auf definitiv kein Blatt bekommen. Ne? Ist logischer, ganz klar. Was hast du denn hier unten? Das ist so, was so denn? Ein Flatschen. Ja, also das ist eine Kristallinum, ne? Ja, so. Der hat ganz tolle, große, riesige Blätter. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Boah, guck dir das mal an. Das ist ja größer als zwei Handflächen. Ja, also der ist eigentlich ganz gut. Den habe ich jetzt vor einiger Zeit mal umgetopft in diesen Topf. Und seitdem arbeitet er auch nicht mehr. Also entweder ist der zu groß, der Topf, oder er muss sich einfach erstmal gewöhnen, ja. Wenn sie wieder neue Wurzeln ausbilden. Ja, ja. Genau, ne. Ich hätte sie wahrscheinlich schon wieder ausgebuddelt und geguckt, ob ich sie übergossen hätte oder so. Das ist wahrscheinlich das neueste Blatt und hier kommt aber auch schon wieder was Neues. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ja, ja, aber das bleibt jetzt schon lange, ist lange schon so jetzt an diesem Status geblieben. Deswegen, ja, mal sehen. Ja, ansonsten habe ich hier noch so ein Philodendron Xanadu. Das ist ja den du schon immer hattest, oder? Genau, der auch Wurzelfäule jetzt wieder hatte. Mist. Den ich dann aber bearbeitet habe. Und er hat jetzt wieder so kleinere neue Blätter bekommen. Also insofern ist er auf dem Weg der Besserung, sage ich mal. Ne? Und dann hast du da oben auf dem, das ist hier so ein kleiner Pflanzenständer mit so drei Etagen. Da hast du einmal wieder unsere Beamtenpflanze, die Grünlilie stehen. und zwei Orchideen. Ist eventuell auch die Orchidee dabei, die du kopfüber eingepflanzt hast im Wasser? Ja, warte mal. Das ist diese hier. Das ist diese hier. Die hat schöne dunkle Blätter. Guck mal, wie rot das da an dem Rand ist. Das sieht ja klasse aus. Oh, die sieht toll aus. Ja, sie kommt wieder, sag ich mal. Ne? Also man kann, glaube ich, auch so ein bisschen sehen, irgendwo die Wurzel. Irgendwo habe ich es doch gesehen von außen. Die Wurzeln sind noch nicht groß, muss ich ja ehrlicherweise sagen, aber... Man sieht sie doch, sind da schon toll. Ja, ja, sie sind da, ne, und sie wächst halt, ne, aber es dauert, glaube ich, einfach jetzt, bis sie sich so richtig berappelt und bis sie eben die vernünftigen Blätter ausbildet, ne, hier unten kommt auch eine Wurzel, hier, guck mal, hier bildet sich eine Wurzel unten am... Ja, guck, ne, also hier. Das ist richtig, da kommt schon richtig viel. Also das hat super geklappt. Olli hatte da nämlich damals die Orchidee, die hatte gar keine Wurzel mehr und dann konnte man sie auch gar nicht einpflanzen. Dann hast du sie kopfüber mit den Blättern in Wasser gesteckt. Ja, und einen Deckel oben drauf. Richtig, ne? Genau. So, dass die halt so in so einem Mikrokosmos lebte so. Und die Blätter, die waren auch schon, die sind auch wirklich im Wasser gewesen hier. Ne? Mittlerweile sind die ja schon wirklich richtig gut, ja. Also die Blätter, die noch dran sind, das ist ja... Ich hätte jetzt gedacht, dass sie irgendwann abgefallen sind. Nee, es ist, glaube ich, ein Blatt abgefallen, aber die sind ja schon wieder richtig dick eigentlich. Die fühlen sich gut an so. Ne? Super, toll. Ja, mal gucken. Ich stelle sie mal zurück. Genau. Ja, und ansonsten ist vielleicht noch zu erwähnen, was haben wir denn sonst? Hier habe ich dann noch diese beiden... meine alte Zebrina, die ich jetzt hier, wo ich nur noch... ja, wo ich nur noch... Entschuldigung, dass ich so lache, aber... Ja. Schimmelt die nicht so? Ja, die schimmelt leider ein bisschen hier wieder. Ich weiß immer nicht so richtig genau, was ich dann machen soll. Ne? Also die habe ich jetzt nur ins Wasser getan, ganz klein wenig Wasser reingetan und die Knolle da reingestellt, ins Glas, Deckel drauf. Vielleicht mache ich es auch mal ohne Deckel, keine Ahnung.
Vielleicht so halb drauflegen, dass so ein bisschen Luft noch dran kommt. Weiß auch nicht. Da oben ist ja so ein kleiner Nupsi. Guck mal, ja, da genau. Kommt nämlich was irgendwie. Aber ärgerlich. Man weiß es nicht. Und die andere habe ich hier im Sphagnum, im lebenden Sphagnum-Moos. Die finde ich sieht aber schlechter aus, obwohl da was kommt. Guck mal. Ja, die das waren aber die Wurzeln, die da dran waren schon. Schade. So, und die sind ab. Guck mal, die kann ich abziehen. Die sind kaputt. Ja, die sind. Ich glaube, da muss mehr Luft dran kommen. Ja. Sonst gammelt das. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass das so ist. Und ich habe hier halt eben meinen Topf mit den Karnivoren, ne? Mit dem Fettkraut, Fettkraut Sonnentau und Wasserschlauch hier. Ja. Ja, und das versuche ich jetzt hier so über den Winter zu bekommen. Man sieht, dass das Moos, was ich hier drin habe, leider oben so ein bisschen braun ist auch und irgendwie nicht so richtig wächst. Aber man sieht auch, dass das Fettkraut, das hat jetzt gerade wieder geblüht. Und die eine Blüte hängt jetzt hier noch so vertrocknet dran. Da sind unten Blätter abgegangen, sind aber auch wieder schöne neue Blätter gewachsen. Mhm. Macht sich ganz gut. Ist das daneben Schnittlauch? Ja, das könnte Schnittlauch sein, wenn es denn Schnittlauch wäre. Nein, das ist da hier wie Albuca spiralis, aber ohne Spiralis, ja. Also ist einfach nur Albuca. Meinst du, da fehlt die Sonne, um Spiralis zu kriegen? Ich kann es nicht sagen. Sie steht halt jetzt hier und ich habe keine Ahnung. Das sieht ja echt herrlich aus. Es sieht echt aus wie Schnittlauch, ne? Mm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, deine Monstera Adansoni, die neben den zwei Pflanzen steht, die müsste mal umgetopft werden. Die ist aber umgetopft. Also die ist gerade eigentlich frisch eingetopft. Das ist ein Ableger, den ich mal irgendwann gezogen habe, der nicht so ganz trall ist. Das ist eine neue Pflanze, die ich gekauft habe beim Palmenmann noch. Ja. Ja. Und dann muss sie sich einfach nur an das neue Substrat gewöhnen, beziehungsweise erholen vom alten Substrat. Ja, vielleicht. Weil das hatte ich nämlich auch, wenn die nämlich so kleine, krüppelige Blätter bekommt, dann ist das Substrat nicht mehr gut. Aber du hast sie ja jetzt gerade umgetopft. Eigentlich schon, ja. Ja. Mensch. Genau. Ja, ansonsten, das können wir vernachlässigen. Hier unten liegt noch auf dem Boden die Wurzel von der Teufelszunge. Da warte ich jetzt mal darauf, was passiert, ob was passiert. Sie ist auf jeden Fall, man merkt ja hier, da ist auf jeden Fall Leben drin, ne? Man sieht hier so ein, in der Mitte, in der Wurzel so ein Hütchen, was da, also das süß. Auch, ne? Hütchen. Ist ein Hütchen, ja. Es ist Leben drin auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nur nicht genau, das muss ich mal sehen, ob sie wächst jetzt noch, also ob die wirklich jetzt noch eine Blüte ausbildet. Oder ob die jetzt in diesem Jahr nichts ausbildet. Das werden wir dann mal abwarten. Ne? Du hast hier daneben so drei Becherchen stehen mit Perlite drin. Aus dem einen Perlitebecher, die sind auch sehr leicht. Die musst du auf jeden Fall mal gießen. Da kommt so ein grüner Stummel raus. Zwei grüne Stummel sehe ich. Um ehrlich zu sein, da habe ich Ableger von der Monstera Adansoni reingepflanzt und die Ableger schon wieder alle rausgeholt und weggeschmissen zum Teil und der ist noch drin geblieben. Den pflege ich gar nicht gerade, weil das eigentlich mit dem Gedanken, die da eigentlich nur noch stehen, ach, ich habe sie noch nicht weggekippt oder ich wollte die Perlite nicht wegschmeißen und offensichtlich ist da noch Leben mit drin. Kann ich ja mal gießen. Manchmal ist es ja weniger pflege. Irgendwie bringt dann auch manchmal was, ne? Ja. Oh, das musst du öfter lüften, weil da ist Schimmel drauf. Ja. Wir haben gerade eine Kiste geöffnet. Ja, wir haben eine Kiste geöffnet. Da sind die abgeschnittenen Blätter von der Melanochrysum drin. Und die habe ich hier reingesteckt. Und es sind noch die Ableger von der Adansoni drin, glaube ich. Okay. Ja. So, die habe ich einfach hier mal so reingetan. Wie ich es immer so mache. Ich habe es einfach mal so reingetan und mal so gucken, was passiert irgendwie so. Jugend forscht. Und ja, du hast recht, hier ist zum Teil ist es gammelig geworden. Hier haben wir zum Beispiel etwas, das aber kann ich wegtun. Aber man riecht das auch schon, wenn du es aufmachst, dass es schimmelig riecht. Deswegen, da musst, auch hier musst du das öfter lüften oder einfach den Deckel so ein bisschen angelehnt lassen. Ja. Er steht ja auch direkt an der Heizung. Ja, die ist aber aus, die Heizung. Ah, okay, ja gut. Aber wenn sie jetzt noch an wäre, dann wäre es noch schimmeliger. Ja, okay, lassen wir es mal ein bisschen offen stehen hier irgendwie so, keine Ahnung. Hier, guck mal, das muss ich dir noch zeigen. Das hier ist auch noch ein Topf, wo eine Tüte drüber ist. Das ist... Es ist noch ein Topf, wo noch eine Tüte drüber ist, ja. Ich bin der Tütenexperte. Aber hallo. Ja, ich da. Hey, aber da kommt
habe was, guck mal. Ja, natürlich. Ja. Das ist auch ja, natürlich. Das ist auch eine abgeschnittene Forellenbegonie. Mach mal auf. Ich glaube, die muss ich auch mal lüften. Da siehst du auch ein bisschen Schimmel dran. Ja, ja, da, genau. Ja, hier auch. Guck mal, da ist auch ein bisschen Schimmel dran. Also es wird mal Zeit, dass ich sie wieder lüfte. ja, also die war auch Tripse befallen und so und kam auch. Die war nicht Tripse befallen, die hatte den Schimmel halt. Ne? So diesen. So und. Meinst du den Mehltau? Den Mehltau, genau. Und die habe ich. War das die große, die mal neben eurem Kamin stand? Ach, ja, schade. Aber sie lebt noch. Ja. Und die habe ich halt jetzt, da habe ich auch neue Erde jetzt genommen. Wieder neu eingepflanzt, das Ding, und die Tüte drüber, weil ich dann dachte, das funktioniert vielleicht, dass ich die einfach da wieder so langsam ziehe. Aber ja, es funktioniert auch, es wächst wieder was raus, aber ich muss wirklich häufiger mal lüften. Ne? Es sind ganz empfindliche Blätter auch, die da erstmal wachsen, so, ne? Ja. Aber ich denke, dass das wird wieder. Olli, weißt du, wo ich am meisten noch drauf geier, das mir jetzt anzugucken? Dein Terrarium. Ich habe gedacht, du vergisst es. Nö. Natürlich nicht. Oh, mein Wunderpunkt. Ja, gut, okay. Nee, aber ich finde das ganz toll, dass du so engagiert bist. Ich finde das richtig gut. Ja. Nee, ich finde das richtig gut. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich das teilweise dann einfach emotional nicht kann und dann was Neues brauche, um glücklich zu sein. Aber ich finde das echt klasse. Ja, ich fummel mir das irgendwie so zurecht hier so und guck immer so, ob da was von wird, ne? Ja. So irgendwie so, ich habe auch ja nicht so den großen Bock, mich da so intensiv drum zu kümmern, was du dann eben daran siehst, dass ich dann eben hier sowas anfange und das hier in die Box schmeiße, aber die Box nicht richtig lüfte, weil ich dann irgendwie denke, ach, das wird schon irgendwie so, weil ich zum Beispiel auch bei Chris gesehen habe, dass er einfach auch Sachen in eine Box schmeißt und dann irgendwie nach Monaten rausholt. Und ich denke mir so, ja, wieso? Und warum ist jetzt bei mir Schimmel und bei ihm nicht? Aber vielleicht lüftet er was zwischendurch. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Also, ich habe das immer so verstanden, dass man das nicht unbedingt lüften muss. Aber jetzt muss ich es offensichtlich lüften, weil wenn, das ist ja eindeutig Schimmel. So, Punkt. So. Ja, und jetzt kommen wir dahin, hier an meinen ganzen Zetteln, weil ich gerade so ein bisschen hier Schreibtischarbeit noch mache, zu meinem Terrarium, was wirklich echt so meine. Ja, man spricht ja gerne so von der Achillesferse. Ne? Also das ist wirklich so ein Ding, was mir Kopfschmerzen bereitet und wo ich jetzt auch schon die Tage gesagt habe, ich werde mich davon trennen. Also zumindest in der Form, wie ich das jetzt hier so stehen habe. Weil, ich sag mal, mindestens alles das, was in der Erde ist, macht mir keine große Freude, weil es nichts wird. Mhm. Ne? Also wir haben hier oben die ganzen Bromelien, die eigentlich ganz gut aussehen. Hier unten da kriegen sie mal so gelbe Blätter oder so, aber oben sieht es ganz gut aus teilweise, weil aber die sieht auch schon wieder ein bisschen trocken aus. Da könntest du ja wieder Wasser. Ja, haben. Weil ich mich jetzt nicht gekümmert habe, richtig. Okay, ja, okay. So, weil ich irgendwie so, weil ich so ein bisschen weil ich das so ein bisschen abgeschlossen habe mit dem ganzen Ding, ne? Aber möchtest du das Terrarium als Ganzes noch behalten? Ja, das Terrarium als solches habe ich mir gedacht, okay, aber vielleicht auch, guck mal, da fliegt manchmal auch irgendwie so ein Viech drin rum, oder Viecher so. Ja, manchmal sieht man das so, weiß auch nicht. Also, du siehst ja überall hier in der Erde sind so Stecker noch drin, ne? Also hier ist sowas vertrocknet. Hier ist die Fetone, die habe ich einmal irgendwie nicht richtig gegossen, die habe ich aber schon rausgemacht. Dann war sie trocken und ist auch nicht wiedergekommen. Jetzt ist auch natürlich ein bisschen trocken, das Ganze ist ja klar. Hier dieser, was war hier? Selaginella unicata, das war das hier. Du hast es ja wirklich alles drin gelassen. Ja, weil ich es auch nochmal dokumentieren will, wie beschissen das aussieht hier. Das war auch irgendwie, das auch alles. Empfahren. Ja. Der kann auch mal ein bisschen trockener werden und dann werden die Blätter auch ein bisschen runzeln. Aber nicht so trocken. Richtig. Ja. So. Und wenn man den rechtzeitig gießt, dann wird der auch wieder was. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Erde eigentlich, guck mal, so ganz so trocken, sie ist ja nicht trocken. Sie ist ja eigentlich nicht trocken. Nee, das stimmt. So, die ist doch echt recht feucht. Ja, eigentlich ist das doch, in Ordnung so, denke ich immer so. Du hast oben Lüftung, du hast unten Lüftung. Ja. Verstehe ich nicht. Das ich auch nicht. Deswegen, so, hier habe ich noch so ein Asparagus. Asparagus. Also Spargel. Ja, so ein Spargel, ne? Ja, sieht auch schon so ein bisschen trocken aus halt. Unten ist er noch grün. Guck mal, das kannst du doch abschneiden und dann kannst du dich an dem
frischen Grün erfreue, ja, mich an dem gelben Grün. Ja, vielleicht. Und dann, ja, dann denke ich halt darüber nach, dass ich das einfach, guck, so, weg damit. Er hat das rausgerissen. Abgerissen jetzt, ja, so. Es ist nur noch grün. Hier hinten diese Begonia Bianchi, die wächst irgendwie wieder. Die sieht sehr hübsch aus. Ja, die war natürlich mal größer, dann war sie, dann sah sie echt nicht so gut aus. Jetzt sieht sie wieder ganz gut aus. Mhm. Diese hier, das ist eine Begonia bipinnatifida, die ist auch in die Dutten gegangen, fast. War auch sehr raumgreifend. Jetzt ist sie wieder so ein bisschen gekommen, wächst ein bisschen, aber ist auch nicht so der Knaller. Siehst du das Viech da gerade? Ich habe sie erwischt. Ja. Ich habe eine Trauermücke erschlagen. Eine Trauermücke. Okay. So, und ja, die hatte halt eigentlich, ich hatte mal sehr viel große Luftfeuchtigkeit hier im Terrarium, 100%. Das war zu viel. Da hat die hier auch, siehst du auch den Stab hier, und sie hatte halt, die wurde schon schimmelig hier so, ne? Weil da war die Luftfeuchtigkeit zu groß, ne? Ja. So, und ja, das da hinten ist auch noch irgendwie sowas. Was haben wir da? Eine Pyrosia. Ach, kann kein Mensch sprechen. Also. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß auch nicht, was es für eine Pflanze ist. Aber es sollte ranken. Okay, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Moment, die rankt nicht mehr. Und dann hatte ich mir hier so, das kann ich auch abziehen, weil es auch trocken wurde und es wird einfach nicht, ich konnte es, habe es nicht züchten können. Das ist Moos, ne? Das ist so ein, aus dem Aquarium, so ein, weißt du, so ein, ja, so. Und das habe ich aber auch nicht feucht halten können. Es war einfach nicht möglich. Guck mal, ich habe jetzt, nutze jetzt mal die Gelegenheit hier, um dir mal. Er rupft einfach rum. Ich rupfe es einfach ab, ist kaputt. So, dann habe ich hier noch Tillandsien so, ja. Die sehen richtig gut aus. Ja, ja. Hier ist auch noch eine Tillandsie hier oben. Die kleine. Das sind hier Bulbophyllum, was auch immer, keine Ahnung. Hier habe ich noch den, das ist dein Krokodilsfarn, den habe ich hier. Ja, aber wächst auch leider nicht, ne? Wächst nicht. Hatte ich ja erst draußen stehen, ist da schon nicht gewachsen, habe ich gesagt, komm, ich stecke ihn hier ins Terrarium, da wächst er vielleicht hier. Will er aber auch nicht so richtig. Ja, also es ist wirklich, jetzt rupft Karl ein paar Blätter ab. Ich würde sagen, ich mache hier gerade Laubhaken, ist es sogar rausgefallen, Laubhaken bei Olli im Terrarium. Also ich nehme jetzt hier mal ein paar Blätter, die so vertrocknet sind, von unten drunter weg. Das habe ich nämlich bei meinem Farn auch, dass er irgendwann dann die Blätter unten drunter ein bisschen, also ein, zwei und nicht jetzt 10 abschmeißt. Ja, weil gut, aber ich habe schon länger nicht mehr abgerupft, deswegen. Was hast du denn für eine Lampe? Weil die Lampe sieht ja eigentlich auch speziell dafür aus. Ja, ne? Ja, das ist ja, genau. Puh. Das ist eigentlich ausreichend. Was sind denn das für Glühbirnen? Das sind so Glühbirnen, die man da halt benutzt, ne? Ah ja. Das sind extra dafür so Lampen, ne? So, eigentlich ist das alles tipptopp hier. Das verstehe ich nicht, weil ich habe ja genau ich habe ja auch ein Terrarium, auch aus Terrariumglas, keine Ahnung, ob das da irgendwie so eine Besonderheit ist. Und dann habe ich eine Lampe, die hat UVA und UVB-Strahlen in einem bestimmten Anteil extra für die Frösche. Und da drin wächst im Prinzip alles klasse unter dem Licht. In der Ecke hinten, da ist eine Phetonie, die ist sehr hoch gewachsen. Die sieht auch sehr lustig aus. Da hinten in der Ecke wächst nicht so viel, aber das ist gar nicht so schlimm. Weil da steht nämlich so ein kleiner Mini-Tempel und da sitzen die Frösche immer oben drauf. Das ist ganz süß. Schade. Ich bin froh, dass ich hier keine Frösche habe, weil die wären wahrscheinlich auch schon längst vertrocknet. Nein, Quatsch. Ja, also ich habe einfach, glaube ich, kein Händchen in Sachen Terrarium. Ich muss mich da einfach geschlagen geben. Ich überlege jetzt wirklich, die Erde hier rauszumachen aus dem Terrarium und dann einfach mir Pflanzen hier reinzustellen. Mhm. So Begonien zum Beispiel oder sowas. Und dann einfach, ja, ich habe das Gefühl, dass ich sie vielleicht da besser pflegen kann als in der Erde. Vielleicht ist das, ich habe ein Problem mit dieser Erde. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, mein Grundproblem an diesem ganzen Ding. Sehr schade. Aber du hast ja wahrscheinlich auch so Vlies und alles Mögliche, ja, ne? Ja. Alles drin. Vlies, Blähton unten drin, Vlies drüber, ja, dann genau. Terrariumerde extra, ja, damit Kokoschips sogar angereichert, weil ich das nochmal gesehen habe und mir geraten wurde, dass das zu machen. Ja, es ist irgendwie, es will nicht so. Der Wurm drin. Es ist wirklich oder die Träumücken drin. Ganz genau. So ist es. Okay. Ja.
Mensch, das tut mir ja leid. Ja. Aber guck mal, die Tillandsee, die ist super süß. Die sieht ja richtig hübsch aus. Ja. Die hat so einen ganz kleinen Ballen und dann geht die wie so eine Medusa. Ich glaube, die heißt sogar Medusa, wenn die so Ärmchen hat. Kann sein. Oh, du bist traurig, ne? No, Kann sein. Ich gucke hier nicht so gerne rein. Okay, dann lass uns woanders hingucken. Ja, eigentlich sind wir fertig. Also das ist schon eigentlich alles, was es zu sehen gab. Ist ja auch reichlich, ne? Ja, das stimmt. Es ist ja auch wirklich reichlich, was ich da so habe. Und ja, also ich fand es schön, dass wir mal einmal durchgegangen sind. Jetzt habe ich dich hier mal als quasi Expertin bei mir in der Bude gehabt und hast mir jetzt mal zu jeder Pflanze gesagt, wo ich vielleicht noch was machen kann. Kann ich noch ein bisschen was nacharbeiten? Wir werden jetzt gleich noch die Heuer einpflanzen gleich. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Heuer gewesen. Genau, und das andere, das mache ich dann später zu einem anderen Zeitpunkt. Die Töpfe sauber machen, genau. Und was wir jetzt noch machen können, ist euch darauf hinweisen, also wenn diese Folge rauskommt, dann werden wir ein paar Tage später, werden wir unterwegs sein wieder für euch und für uns auch irgendwie natürlich. Ja. Wir werden zur IPM, zur Internationalen Pflanzenmesse nach Essen wieder fahren, waren wir ja letztes Jahr schon. Und diesmal, haben wir euch schon erzählt, werden wir dort unseren Podcast aufnehmen. Ja, da sind wir eingeladen worden. Das ist richtig toll. Die haben da so ein Gewächshaus extra aufgebaut, wo wir dann unseren Podcast aufnehmen können. Mal schauen, ob wir dann da vielleicht auch sogar einen Interviewpartner finden. Wäre ja echt klasse. Und dann werden wir uns einmal so richtig unterhalten, was wieder auf der IPM alles so Tolles und Innovatives zu entdecken gibt. Und ja, vielleicht werde ich dann noch mit meiner Mutter rüberfahren nach Holland und nochmal den Großmarkt leer kaufen. Mit Sicherheit. Nee, genau, aber das steht dann in der nächsten Folge an, auf der IPM mit Olli und Carla. Genau. Und ich freue mich da schon richtig drauf. Es wird bestimmt wieder ein Erlebnis. Ich liebe ja Messen, das ist echt toll, wie man da alles so trifft. Absolut, ich bin auch schon wieder ganz gespannt. So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein, Substratis. Wir können nur noch sagen, wenn ihr Bock und Zeit und Lust habt, hinterlasst uns vielleicht noch auf den entsprechenden Podcast-Portalen einen Stern oder einen Kommentar. Nicht ein Stern, 5 Sterne am besten. Unter 5 Sternen machen wir es nicht. Und natürlich einen Kommentar und schreibt uns vielleicht eine E-Mail unter grünfahrtab@gmx.de. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Und immer schön den Finger ins Substrat. So sieht's aus. Tschüssi. Ciao. Grün färbt ab.